Wir sind jetzt mit Sound dabei, lieber Teut. Und jetzt auch mit Videobild. Juhu, es klappt. So, Hi. herzlich willkommen, lieber Teut. Du bist nicht nur einer meiner ältesten Freunde hier in der Games-Branche, sondern auch ein anerkanntes Gaming-Urgestein. Für viele Leute aus der Branche bist du ein sehr bekannter Mensch, für Leute, die mit unserer Games-Branche so an sich erstmal nichts zu tun haben. Bist du ein älterer Herr, der sich mit einem anderen älteren Herrn hier bei Twitch unterhält? Deswegen erzähl doch bitte erst einmal für alle, die dich noch nicht kennen, wer du bist, was du gemacht hast, wo du herkommst, wann du in die Ja. Games-Branche eingestiegen bist. Wie viel Zeit haben wir? Okay, 4 Stunden. ich bin in den 80er Jahren, ja, ich bin in den 80er Jahren in die Gamebranche gekommen, in Versehen kann man es nicht nennen, aber durch mein Hobby zum Beruf gemacht und mache seit 30 Jahren Spiele. Und das ist anscheinend so lange, dass man mich Urgestein nennt, weil es nicht so viele gibt, die damals angefangen haben und heute auch noch in der Spielebranche tätig sind. Da gibt es zwei, drei, die kennen uns alle, und dann sind dann immer die Opas an einem Tisch, wenn wir uns unterhalten. Ich habe damals hobbymäßig Spiele entwickelt mit einer Gruppe von Freunden und irgendwie war ich der Einzige, der nicht so nerdig war, dass er sich mit Filmen unterhalten konnte und habe die angefangen zu verkaufen. Und wir haben die ersten Spiele über Kingsoft verkauft, das heißt heute Electronic Arts Deutschland. Und haben Amiga und Commodore 64 Spiele denen vertickt. Für damals 1000 Mark, manchmal 2500 Mark. Das war ein Vermögen für damalige Zeit, wenn man das mal umrechnet. Und haben uns davon natürlich wieder neue Rechner gekauft. Und einer meiner besten Freunde hat ein Spiel gemacht, der hat sich immer selber so Herausforderungen gestellt, ja, und hat gesagt, ich will jetzt unbedingt mal einen Shooter in C programmieren. Heutzutage macht man alles in C. Damals war das die Ausnahme. Und es hat auch geschafft. Ich habe Grafik-Level-Design gemacht und habe es ihm verkauft. Für den fünffachen Preis, den er haben wollte. Also er hat sehr viel mehr Geld bekommen als normal. Und dieser Publisher, der es gekauft hat, der hat mich angestellt. Der hat meinen ersten, hat mir den ersten professionellen Job gegeben. Diese Firma hieß Rainbow Arts. Das war damals so der klassische Vertrieb von Homecomputer-Software. Und da fing es an. So kam ich in die Branche. Und das war auch meine Ausbildung, weil ich habe außer Abitur habe ich nichts gelernt. Ich kann also nichts machen. Also man sieht, dass man nur mit Abitur auch weiterkommt, ja. Und dann habe ich bei dem angefangen, habe noch mehrere andere Spiele dem Publisher besorgt, darunter auch zwei, drei Hits. Einige der Leute dürften damit aufgewachsen sein, wie Katakis. Wir haben R-Type für Activision gemacht und X-Out, Turrican 2, viele andere Titel. Und bin da in die Branche eingestiegen. Bin aber auch dann nach 4 Jahren oder sowas wieder kurz raus, aber nur kurz, weil ich die Branche mich dann wieder eingefangen hat und seitdem bin ich halt dabei. Hab auch dann mein eigenes Studio aufgebaut, habe das 10 Jahre lang geleitet, haben relativ erfolgreiche Titel gemacht, muss dann leider, was heißt okay, leider ist blöd gesagt, also wir haben dieses Studio dann verkauft, das ist natürlich schön, das ist ein Exit, und die Gesellschaft, die das verkauft hat, ist dann halt in finanzielle Turbulenzen gekommen und musste dann alle Studios schließen, auch meins, nach 10 Jahren natürlich ein harter Schritt. Und danach bin ich dann nochmal die Stufe hochgefallen und war Vorstand von einer an der Börse notierten Firma, einem Publisher, CDV. Und das war auch ein Abenteuer. Bin dann da raus und seitdem, seit fast 10 Jahren jetzt, bin ich Berater in meinem Fachbereich für Online-Spiele und natürlich dann auch mit dem Fokus auf Online-Game-Design und natürlich Free-to-Play und dessen Monetarisierung. Und bin so ein wie kann man das nennen? Interdisziplinärer Typ. Dadurch, dass ich Grafik gemacht habe, ich habe 15 Jahre programmiert, ich war Geschäftsführer, ich war Designer, ich war Game Development Director, ich war Vorstand, spreche ich sozusagen die Sprachen von allen Gruppen, die in so einem Spiel mit integriert sind oder halt mit beschäftigt sind und kann auch sehr gut übersetzen zwischen diesen Gruppen. Also ich kann mir das beibringen, was die Schwierigkeiten bei Game Design sind. Ja, das kann ich ihm erklären. Das ist so das, was mich in der Branche eigentlich so hält. Ja? Und die Veränderung. Es wird nie langweilig und das finde ich das Beste überhaupt, weil ich langweile mich ziemlich schnell, wenn man mir wiederholte Sachen gibt. Was für Spiele hast du denn früher gemacht? Mit Namen? Das sind über 100. Soll ich die alle aufzählen? Nein, aber was sind so deine Lieblingstitel? Was sind so die Sachen, von denen du sagst,
die waren Spiele, auf die du heute noch so richtig stolz bist? Ja, da gab es sicherlich einige, ja. Ich bin stolz auf X-Out, das ist ein Shooter, den wir zu dritt gemacht haben, auf drei Plattformen gleichzeitig, war der erste Titel, den wir damals auf fünf Plattformen rausgegeben haben. Commodore 64, Amiga, Atari ST, Amstrad und Spectrum, kennt heute kaum noch jemand, aber das war's. Aber am stolzesten aus der Zeit bin ich eigentlich auf einen Titel, der hieß Mats, Mean Ugly Dirty Sports. Wenigen Sporttitel, die ich gemacht habe, war so eine Mischung aus American Football und Basketball mit Fantasy-Monstern. Mhm. Und der Titel hat sich auch sehr gut verkauft und hat heute noch eine Fangemeinde, die das heute noch spielt. Und ich bekomme da regelmäßig auch E-Mails. Das ist so einer der Titel, die auch am nachhaltigsten waren. Ja, der war auch der, sag mal, sechsten, ja, für damalige Verhältnisse. Mhm. Dann ganz klar, einer der Meilensteine, finde ich, ist Panzer Elite. Ja. Das ist die bestbewerteste, bestverkaufte Panzersimulation seiner Zeit. Mhm. Und ist das Produkt, was das längste Shelf-Life hatte. Also Shelf-Life ist ein englischer Begriff für die Dauer, wie lange so ein Titel im Regal steht. Und man kann ihn heute noch bei Saturn Media Markt im Regal finden, obwohl er 1999 rauskam. Ja. Und das spricht so ein bisschen dafür, obwohl das, der Titel natürlich uralt aussieht, dass es heute noch Fans von diesem Genre gibt. Es gibt Panzersimulation an sich, gibt es ja nicht mehr. Oder ja, das Simulationsgenre an sich. Wer hat denn heute noch die Rechte an dem Spiel? Die Rechte hat Nordic Games gekauft. Die heißen jetzt Nordic THQ, genau. Ja. Die haben die Namensrechte und werkeln damit noch ein bisschen rum, glaube ich. Ja, und dann haben wir natürlich ein bisschen umstrittenen Titel gemacht, Söldner. Das war so einer der ersten Multiplayer-Team-Shooter, die aus Deutschland kamen. Wir waren aber ein bisschen richtungsweisend in vielen Sachen, worauf wir ein bisschen stolz sind. Commander-Modus, völlig zerstörbare Umgebung, auch im Multiplayer und vieles andere, was erst 5 bis 10 Jahre später andere Titel überhaupt machen konnten. Ja, das war schon nicht schlecht. Und zu natürlich der Zeit jetzt haben wir beide uns kennengelernt, ne? Als ihr gerade so richtig in der Softwareentwicklung drin wart. Da war es, glaube ich, der erste Keynote-Speaker einer Quo Vadis überhaupt. Ne? Das muss ja, 2003 gewesen sein, bei der ersten Konferenz. Ja, weil mich irgendein verrückter Kerl angerufen hat und hat gesagt, du, ich will jetzt eine Spielekonferenz machen. Der Typ war noch kaum in der Spielebranche tätig, niemand kannte ihn. Wenn der jetzt eine Spielekonferenz macht, ja, wir gehen dahin. Und er hat mich gefragt, ob ich eine was Keynote für ein halten Spinner will. Ja. Was für ein Spinner, ja. Und dieser Chef Reichert, ja, und dann haben wir uns angefreundet. Und ich glaube, das ging ganz schnell. Mhm. Das fand ich witzig. Ja. Also, ich kann mich noch relativ gut an die Gesamtsituation damals erinnern, aber bevor wir da einsteigen, würde ich gerne noch mal von dir wissen, mit wem hast du denn damals zusammengearbeitet? Also ich meine, bei Rainbow Arts zum Beispiel, das gilt doch gemeinhin als die Brutstätte der westdeutschen Spieleentwicklung, ne? Genau, also eine der Brutstätten, es gab zwei oder drei, das war dann sozusagen die Ruhrgebiet-Fraktion. Ja? Aus Rainbow Arts ist entstanden Blue Byte, das zum Beispiel Diana Sisters ist von Rainbow Arts geschaffen worden, einer der bekannteren Titel. Und die zwei, die damit dran gearbeitet haben, sind nachher ausgestiegen und haben eine eigene Firma gegründet, namens Blue Byte, die ja heute noch Rang und Namen hat, weil sie ja von Ubisoft dann gekauft worden ist. Das ist bekannt für die Siedlerreihe. Und das finde ich witzig, weil ich mit Blue Byte natürlich dann dadurch direkten und indirekten Kontakt hatte und im Nachhinein jetzt ja vor 5 Jahren angefangen habe, die Siedler online zu designen. So schließt sich der Kreis dann wieder. Das finde ich dann ganz witzig. Mit Chris Hülsbeck, einer der besten Sound-Designer, die wir hatten damals in den Homecomputer-Tagen, der heute immer noch sein Unwesen treibt mit Turrican-Musik und Kollektionen und allem dran, was ich total geil finde. Mhm. Ich habe mit Factor 5 zusammengearbeitet, das war so das erste Team, mit denen habe ich Katarkis, Turrican und AirType gemacht, bevor dann ich so viel Arbeit hatte, dass ich dann einen Producer angestellt habe, dem ich das Team Factor 5 gegeben habe und er ist dann mit dem Team abgehauen und hat die Firma Factor 5 dann erst gegründet und ist damals einer der erfolgreichsten Konsolenentwickler geworden, ist dann nach USA gezogen samt Firma und haben teilweise Millionenseller gemacht, unter anderem auch Star Wars Titel fürs Nintendo 64, sehr erfolgreich. Wie hieß der Gute? Julian Eggebrecht. Mhm. Ja, darf man aber nicht vergessen, Factor 5 bestand natürlich aus 5 Leuten und da sind natürlich dann nur ein paar Key-Leute mit, während einige hier in Deutschland geblieben sind. Das heißt, es gibt eine Factor 5 USA oder gab.
und ein Defector 5 Deutschland. Defector 5 GmbH in Deutschland, die gibt es heute immer noch. Die macht Dienstleistungen und mit dem Herrn, dem Achim Moller, mit dem ich damals Katakis, Turrican und AirType gemacht habe, habe ich dann bei Ubisoft nochmal zusammenarbeiten dürfen, der nämlich für die auch tätig ist und habe Assassin's Creed Identity mit dem zusammen gemacht auf Mobile. Oh. Mhm. Das heißt, ich kenne ihn seit 30 Jahren und man macht heute immer noch Spiele so wie damals. Das finde ich schon sehr witzig. Und Manfred Trenz natürlich, ja, einer der Single-Man-Superstars, die wir damals hatten, der eigenhändig Spiele Design, programmiert, Grafik und Sound gemacht hat. Muss man sich vorstellen, sowas gibt es heute noch in der Indie-Szene eigentlich. Andreas Escher, einer der besten Pixel-Art-Grafiker, die wir damals hatten. Armin Gessert, nicht zu vergessen, mit dem habe ich Gianna Sisters 2 angefangen, musste man nachher umbenennen aus rechtlichen Gründen, andere Geschichte, der nachher Spellbound gegründet hat und der ja dann leider vor ein paar Jahren verstorben ist. Also viele der Größen, die dann von da aus auch Firmen gegründet haben, ja, Holger Schlettmann, der Ascaron gegründet hat. Der war damals bei uns Grafiker-Externer, ja. Guck. Und oder Peter Thierolf, der hat Down as the Trolls für uns damals gemacht und der hat ja dann Neon gegründet und nachher Keen Flair, ja, das ist ja alles derselbe Stamm von Leuten. Und ich finde es klasse, wenn Leute so lange dabei sind und dann halt auch nachhaltig Erfolg haben und heute immer noch sehr gute Spiele machen. Ja. Das bringt Erfahrung mit sich. Aber da kann ich jetzt endlos weitermachen, ja. Da muss ich die Angestellten von Rainbow Arts durchzählen, weil fast alle, die damals da dabei waren, waren dann nachher erfolgreich in der Spielebranche. Was würdest du sagen, wenn du jetzt dir Spieleentwicklung heute anguckst und Spieleentwicklung damals, was hat sich am stärksten verändert? Oder hat sich eigentlich gar nichts verändert? Wir benutzen dieselben Tools, nur in modern. Also dieselben Tools auf keinen Fall, ja. Wir sind ja von 2D auf 3D gegangen, das war der erste große Schritt von damals auf heute. Das verändert natürlich vieles vom Aufwand her. Die Mannschaften, die man braucht, die Teams sind größer geworden. Wir haben, man muss sich ja vorstellen, wir haben mit einem Grafiker, einem Programmierer und mir als Designer und Producer haben wir einen kompletten Titel auf 5 Plattformen hergestellt. Das geht heute ja kaum noch, obwohl, ja, mit Unity geht es inzwischen wieder, ja, also wir sind relativ wieder nah dem, wo wir damals waren. Du warst damals technisch aufwendiger. Und das war eine ganze Zeit so, bis, sagen wir mal, die letzten Jahre die Engines demokratisiert worden sind. War das so die größte Hürde, in die Industrie einzusteigen, ja, ist die technische Hürde. Also ohne gute Technik kannst du kein gutes Spiel machen. Und die gute Technik herzustellen, ist ja immer so ein großer Aufwand, dass die meisten da schon gefehlt sind. Mhm. Dann noch ein gutes Spiel reinzumachen, was ja am Markt auch noch erfolgreich ist, ist dann nochmal eine Hürde hinten dran. Das konnten nicht viele. Und dann noch die Hürde, dass du das Ding überhaupt auch noch in den Laden stellen musstest, ja. Also Internet gab es damals noch nicht. Da musste man sich dann die Spiele anders beschaffen, ja. Da war sozusagen der Raubkopiermarkt die Beschaffungsmethode Nummer 1 bei den meisten. Wenn du über sowas sprichst wie Raubkopieren, ne? Als ich damals in die Branche eingestiegen bin, galt das immer als das größte Problem, was die Branche hatte. Obwohl ich rein subjektiv das Gefühl habe, dass das trotz allem die kreativste Zeit war. Ja, vielleicht weil so eine Goldgräberstimmung herrschte oder so. Ja, ganz so, man muss da einen kleinen Unterschied machen. Ja, damals ist es so, dass man die Raubkopien nur bekam, wenn man jemanden kannte, der jemanden kannte. Man musste in dieses Netzwerk erstmal reinkommen und da musste man diese Raubkopien sicher besorgen. Entweder man fand den nett und der fand einen nett und der hat es einem so gegeben oder man musste den sogar bezahlen, was er ihm da eingibt. Ja? Einige Leute, die haben ein Geschäft gemacht. Da ging es eigentlich darum, dass Spiele nicht überall verfügbar waren. Das war einer der großen Gründe, warum Raubkopiererei auch so groß geworden ist. Ja? Man wollte das neueste Rollenspiel aus den USA spielen. Das gab es im Laden nicht, ja. Wenn man einen Laden gefunden hat, überhaupt in seiner Nähe. Das war ja damals, ja, also 10 Spiele bei Kaufhof und der hatte eine Spieleabteilung. Mhm. Die richtigen Spieleläden gab es vielleicht 10 Stück in Deutschland. Mhm. Das heißt, wenn man das neueste Rollenspiel aus den USA haben wollte, war die einzige Möglichkeit, das zu kriegen, wenn man das schnell spielen wollte, also sprich ein, zwei Wochen nach Release, sich die Rockkopie zu besorgen. Bis die Distribution angekommen ist, dass in Deutschland das flächendeckend wirklich verfügbar war für alle, das hat eine Weile gedauert. Mhm. Weil weltweiter paralleler Release, das ist ja auch noch nicht so alt, ja. Also wir erinnern uns, vor 5, 8 Jahren gab es immer noch Spiele, die kamen in den USA raus und dann 2 Monate später erst in Europa. Mhm. Und jetzt, dank des Internets. Oh, sorry. Ja, nee, aber erst dank des Internets und der Distribution kann man halt weltweit gleichzeitig die Spiele holen. Aber nichtsdestotrotz, bevor das
Internet uns einen sicheren Kopierschutz gegeben hat, durch nämlich DRM, war die Raubkopierquote halt enorm hoch. Und ich kenne verlässliche Daten, ja. Also wenn man die Spiele heutzutage, die großen, die messen das ja. Die wissen ja, ob sie ein Original sind oder eine Kopie. Und die funken diese Informationen zurück zur Zentrale und sagen, hier ist jemand, der hat eine Raubkopie, der sagt nicht, wer das ist, ne? Es geht um anonymisierte Datenerhebung. Und der hat das Spiel 12 Stunden gespielt. Es kann mir niemand sagen, dass jemand, der das Spiel 12 Stunden spielt, sich nicht das Original gekauft hätte. Wenn man nur die Leute nimmt, die das Ding länger als 8 Stunden spielen, ist das die Quote Minimum 10-1. Also auf jedes Original 10 Raubkopien. Und natürlich ist das ein Riesenproblem. Und deswegen sind Online-Spiele, die einen Online-Account brauchen, auch auf dem Vormarsch. Hat das damals die Branche kaputt gemacht? Das war ja immer, es gab drei große Probleme. Das eine war Zugang zu den Märkten. Ne? Wer konnte in Deutschland schon für eine PlayStation, Xbox oder Ähnliches entwickeln? Das zweite Problem war damals auch schon, wo kriegen wir gute internationale Fachkräfte her? Es hatte keiner Lust, in Deutschland zu arbeiten. Also zu der Zeit, als ich angefangen habe, es war so 2001, 2002, gab es eigentlich gar keine englischsprachigen Mitarbeiter in deutschen Teams. Zumindest wüsste ich von niemandem. Ja, vielleicht auf Publisher-Seite Lokalisierungsexperten oder sowas, aber in der Entwicklung nicht. Und das dritte Problem war, man hat ein tolles Spiel gemacht und dann ist man von Raubkopierern vernichtet worden. Das ist öfters passiert. Also das kann man auch nachweisen. Ja, vor allem die Spiele, die zeitversetzt rauskamen, da ist in den USA ein Highlight rausgekommen und 6 Wochen später ist in Europa und nachgewiesenermaßen hat dieses Spiel sich 80% schlechter verkauft, als es normalerweise machen würde, als Verkaufszahlen. Die Raubkopierer haben vor allem den Homecomputermarkt zerstört, neben anderen Gründen, die den natürlich geschwächt haben. Ich möchte aber noch eine Sache hinzufügen, warum in Deutschland der Markt sich noch nicht so entwickelt hat zu unserer Zeit, wo wir zusammengekommen sind. Das ist nicht nur der Zugriff auf internationales Publikum, Fachkräfte oder Plattformen, sondern auch auf Märkte. Mhm. Sprich, als deutscher Entwickler weltweit ein Spiel rauszubringen, das ist enorm schwer, weil du dann einen Partner brauchst, der das machen kann. Und diese Partner waren halt rar gestreut. Und diese Partner gehen normalerweise dann zu Teams, die große Erfahrung haben, die sowas schon mal gemacht haben. Mhm. Haben wir das aber noch nicht gemacht, haben diese Publisher dann gezögert, mit uns zusammenzuarbeiten. Und so beißt sich die Katze in den Schwanz. Das ist auch der Hauptgrund, warum in Deutschland so wenig Konsolenspieler Entwickler sind. Ja? Weil die meisten geben dir einen Auftrag, ein Konsolenspiel zu entwickeln, wenn du die Erfahrung hast, auf Konsole zu entwickeln. Aber wenn du es nicht hast, kriegst du es nicht. Ergo, in Deutschland, wir haben den Konsolenzug den ersten verpasst, den großen, aus der Super Nintendo-Zug kam. Und seitdem sind wir in der Todesspirale. Ja? Keine Erfahrung heißt keine Aufträge, heißt keine Aufträge in der Zukunft. Das ist das Schwierige daran. Ja, und das hat einen immer geärgert, dass, wenn man gesehen hat, wie viel Geld die englischen Entwickler geschäftet haben mit dem Super Nintendo, und in Deutschland lagen wir brach zu dem Zeitpunkt, haben sogar noch teilweise Amiga-Spiele rausgebracht, obwohl der Markt schon längst kaputt war. Mhm. Haben wir die Todesspirale nie durchbrochen? Mit der Konsole schwierig. Es gibt ein paar schöne Ausnahmen, ja, aber nenn mir doch mal die großen Konsolenentwickler Deutschlands. Crytek, Jager, groß. Crytek sehr spät, Jager. Jetzt schon dünn mit groß, aber ich meine, wir haben natürlich ein paar. Deck 13 noch. Deck 13 haben wir noch. Wir haben die Jungs von Keen, die auch sehr gute Spiele damals gemacht haben. Jetzt sind 4 Studios. Wir haben 90 Millionen Einwohner. England hat die Hälfte und hat wie viele Konsolenstudios? 45? Ja. Ich hätte jetzt sogar auf 80. Ja. Und das ist genau der Grund, ja. Ohne diese Erfahrung kann man es halt nicht machen. Es ist heute natürlich ein bisschen einfacher, auf Konsole rauszukommen, dank der PSN-Stores und dank der Öffnung auf die Indies. Mhm. Und das sollten auch diese Studios nutzen, diese Erfahrung zu sammeln, damit in der nächsten Generation, wenn sie da mal einen großen Titel machen wollen, und der Publisher fragt, habt ihr denn schon mal einen Konsolentitel gemacht? Ja? Und die sagen, ja, haben wir, guck mal, hier auf PSN gibt es den Titel von uns. Dann ist das ein Riesenplus, weil man den gesamten Prozess des Publishings auf Konsole mal durchgemacht hat. Und das ist eine Riesenhürde. Und die Erfahrung muss man mal gemacht haben. Mhm. Und da liegt Wert drauf. Und wenn man die Erfahrung nicht hat, ist es halt scheiße auf gut Deutsch. Mhm. Jetzt bist du ja als Entwickler gestartet. Das heißt, du hast alle Höhen und Tiefen eigentlich auch schon am eigenen Leib erlebt. Was würdest du sagen, waren damals deine größten Fehler? Wenn du rückblickend darauf guckst, Söldner
oder auch Produkte vorher. Einige haben super funktioniert. Ja, und mit Söldner hast du natürlich ein großes Experiment gewagt, was dann nicht funktioniert hat, ne? Was ich bei Rainbow Arts gelernt habe, und da hatte ich mich eine lange Zeit geweigert, war damals waren wir noch diese Fans, ja, diese, ich mag dieses Spiel machen, ich will es nur noch besser machen. Das ist so diese typisch deutsche Einstellung, ja, dass ich will einen guten Shooter machen, ich will einen guten Plattformer machen, ich will solche Sachen. Da hat man eher der Leidenschaft zugehört und hat dann versucht, gute Spiele zu machen und hat sich null darum gekümmert, ob der Markt das überhaupt braucht. Ich erinnere mich damals noch, ich war ja dann einer der Entscheidungsträger, ob Titel genommen werden von externen oder nicht. Da kam so ein mittelalterlicher Herr, über 30, ja, wir waren ja damals alle blutjung, kam und hat uns sein Spiel gezeigt. Und jeder guckte das so an. Das Spiel war oben blau, unten grün und hatte ein Cockpit davor. Und das war eine Flugsimulation des Airbus, wo man in Realtime die deutschen Strecken abfliegen kann. Also wenn du jetzt von München nach Hamburg fliegst und es dauert eine Stunde 20, bist du eine Stunde 20 vor diesem Bildschirm gesessen und hast einen blauen Horizont angeguckt. Ja, Knaller. Ja, und ich habe gesagt, ich will doch keine Sau spielen. Komm, nee, wollen wir nicht. Diesen Titel hat dann, ich glaube, Areola Soft verkauft oder sowas und haben, glaube ich, damals 300.000 Stück verkauft. Also phänomenal. Ja. Da gab es noch viele andere Beispiele davon, wo ich dann irgendwann mal gesehen habe, dass der persönliche Geschmack und die Marktrealitäten auseinanderklaffen. Und das habe ich dann benutzt, um, als ich meine eigene Firma gegründet habe, mit professionellem Marktresearch Lücken zu finden und die zu schließen. Also Panzerliter entstand daher, dass ich mir geguckt habe, was verkauft sich gut momentan. Damals war halt so eine der Elite-Disziplinen, die man machen konnte, Simulation, meistens Flugsimulation. Und gibt es da eine Lücke? Und da habe ich alle Themen aufgeschrieben mit allen Kombinationen von Genres, die es gibt. Und siehe da, Panzersimulation, Zweiter Weltkrieg, gibt es keine. Da habe ich gesagt, warum eigentlich nicht? Und dann haben wir das gemacht. Und daher kam dieser Erfolg. Das Gleiche haben wir bei Söldner gemacht, weil damalige Spiele, die Shooter, waren nur Soldaten gegen Soldaten in einem Level, der unzerstörbar war. Also da war wahnwitzig. Da ist man gelaufen, ist an einem Busch hängen geblieben. Ja, das war, ich konnte nicht mehr vorstellen, aber damals war das halt so. Da habe ich gesagt, das kann doch gar nicht sein, dass die richtigen taktischen Gegebenheiten nicht simuliert werden. Und da ist Söldner dann entstanden, vor allem, weil wir gesagt haben, wir wollen die gesamte taktische Vielfalt darstellen, sprich alle Fahrzeuge mit rein, die es geht. Helikopter, Panzer, Jeeps, alles. Und in dem Maße gab es das noch nicht damals. Wir waren also vor Battlefield, haben wir angefangen, das zu tun. Ja. Und Fehler war bei Söldner, dass wir uns übernommen haben, weil ursprünglich war die Technologie, die wir entwickelt haben für Söldner, die war eine Eigenentwicklung, weil es gab sowas wie eine Engine, die sowas aushalten konnte, damals nicht. Entschuldigung, war gedacht, ein MMO zu machen. Also wir wollten mit der Multiplayer-Technologie von Söldner das dann aufblasen und wollten ein Online-MMO machen. Wow. Und dadurch war dann der Aufwand für die Technik um einiges höher, als wenn das eigentlich nur ein simpler Shooter gewesen wäre. Hätten wir uns darauf fokussiert, lass uns einen Shooter machen mit stabiler Online-Technologie, wäre das Ding viel besser und viel eher rausgekommen. Eventuell sogar vor Battlefield, dann wären wir wie die Superstars gewesen, anstatt Battlefield. Aber so war es halt ein Problem. Wir hätten weitermachen können mit dem MMO, wäre unserer Muttergesellschaft nicht das Geld ausgegangen, aber ja gut. Wer war deine Muttergesellschaft? Die Firma Joe Wood, das waren Österreicher, die an die Börse gegangen sind. Du hattest damals im Brennpunkt der deutschen Spieleentwicklung in, wo wart ihr? Hattingen? Nee. Nenn es doch einfach Nähe Bochum. Nee, aber jetzt sag nochmal den Ort. Hattingen. Hattingen, ne? War ich richtig. Das ist natürlich auch ein Nabel der Welt. Wie hast denn du überhaupt gute Leute nach Hattingen bekommen? Also man muss sich so vorstellen, Hattingen ist 10 Minuten südlich von Bochum. Ja. Und Bochum ist, wenn du dir mal das gesamte Ruhrgebiet anschaust, das sieht aus wie eine Banane, ja. Und so eine Banane hat einen Scheitelpunkt. Und wenn du den Scheitelpunkt definierst, ist exakt dort Hattingen. Das heißt, jeder aus dem gesamten Ruhrgebiet hat den gleichen Anfahrtsweg. Und das war der Trick, warum wir da hingegangen sind. Damit wir aus dem ganzen Ruhrgebiet, wo ja 20 Millionen Leute wohnen, die Talente rekrutieren können und jeder den gleichen Fahrtweg hatte. Zusätzlich war Hattingen relativ günstig, weil das war eine Ex-Stahlkolonie, da hatte Thyssen ein Riesenwerk und das haben wir dicht gemacht. Und da gab es halt Büroräume zum Hinterherschmeißen. Und von mir aus gesehen, ich wohne in Düsseldorf, war es halt entgegen dem Verkehrsstau jeden Morgen dahin zu fahren. Ich war ja auch ein paar Mal bei euch, also ihr habt ein sehr lustiges Büro gehabt. Ich lese übrigens gerade,
Hefmo, wer auch immer Hefmo ist, hat geschrieben, in Hattingen gibt es eine richtig gute Pizza. So, da ist gibt es. natürlich ein ganz klarer Standortvorteil. Ne? Teut Das ist war immer eine noch Tür. viel lauter. So, du bist immer noch viel lauter, aber das liegt an mir, Teut. Ich mache dich mal leiser hier über mein tolles Steuerungstool. So, mich lauter. Du hattest damals in Hattingen natürlich. Also zum einen hattet ihr ein sehr lustiges Büro. Ich erinnere mich daran, dass da ein Schleudersitz rumstand. Warum? War das symbolisch? Also ich meine, Nein, ne? das ist Zufall. Also Okay. es ist so, das ist ein Familienerbstück von meinem Vater. Mein Vater war Kampfpilot, Jetpilot und ist einmal abgestürzt und hat sein Leben mit diesem Schleudersitz gerettet. Und dieser Schleudersitz ist dann komischerweise vom Absturzort verschwunden und tauchte bei meinem Vater als Schaukelstuhl im Keller wieder Komisch. auf. Und den hat er nie vermacht und ist ja ein Familienerbstück als Erinnerung, dass Technik Leben retten kann. Ich weiß es nicht. Aber es ist der zweite Geburtstag von meinem Papa, den er damit feiert. Der macht er sich da ganz gut eigentlich. Ja, ich fand das immer Ja. beeindruckend. Ja. Es hat nicht jeder einen Schleudersitz als Schaukelstuhl im Zimmer, das Nee, stimmt. Das das gibt stimmt, das nur im stimmt, Keller. das stimmt. Also ich meine, wenn eine Firma Insolvenz anmelden muss, ja, dann ist so ein Schleudersitz natürlich irgendwo. Ja, zum Glück war er nicht Ja. Firmeneigentum, sondern Privateigentum, Ja. sonst hätte ich ihn jetzt nicht mehr. Damals war, wann hast du Wings gegründet? 99? Juni 1996. 96, okay. Damals war natürlich in Deutschland sowas wie Förderung noch ein totales Pfui- und Fremdwort, ja, für die Games-Branche. Förderung ist gut. Versuch mal als Spieleentwickler eine Bank zu finden. Damals war das schon ein Abenteuer. Wir hatten das Glück, weil die Volksbank in Hattingen war relativ offen für sowas, weil unser Berater, den wir dort hatten, selber Spieler war. Und der kannte unsere Homecomputerspiele. Der ist damit aufgewachsen. Ja. Und hat gesagt, finde ich geil. Und mit denen hatten wir auch eine sehr, sehr gute Partnerschaft, die 10 Jahre. Ja, das war das eigentliche Problem. Nee, Förderung gab es gar nicht. Man war komplett abhängig vom Publisher. Ja. Als wir das Konzept für Panzerdichte gemacht haben, haben wir einen Prototypen gemacht. Wir waren zu zweit. Mein Partner, der programmiert hat, und ich als Designer und Geschäftsführer. Wer war der Partner? Heiko Schröder. Mit dem habe ich damals X-Out gemacht. Ah, okay. Okay. Genau. Ist der noch Der in der ist. Branche? Den kenne ich gar nicht. Nein, nein, der arbeitet bei Was? VW momentan. Ja. Wie? Der hat aber nicht den Dieselmotor verbockt, das war er nicht. Nein, aber doch als Programmierer bei VW. Naja, Immerhin. okay. Ja. Jedenfalls mussten wir damals mit unserem Prototyp und Demo 32 Publisher abgrasen, bevor wir nach dem dritten Versuch dann einen gefunden haben, der auch das Geld überwiesen hat. Also der erste Publisher, der unterschrieben hat, da hat die Muttergesellschaft den Vertrag gecancelt, weil wir uns geweigert haben, den Source Code als Rechte mit zu übertragen. Ja, totaler Mumpitz. Das wäre SSI gewesen. Damals wäre das klasse gewesen. Ja. Wir hätten aber noch mehrere andere Leute die Reihe. Bereust Ja. du das im Nachhinein? Ich meine, im Nachhinein bereut man vieles, ne? Aber das hätte man wahrscheinlich nicht wissen dürfen. Aber einen Source Code weggeben, das ist natürlich auch eigentlich fast eine Todsünde. Ja, nicht nur das. Ja. Es ist ja nicht so, dass die Co-Rechte dran gehabt hätten, sondern die wollten Rechte am Source Code haben. Sprich, wir hätten alles von dem Spiel nicht weiterverwenden dürfen. Das geht nicht. Ja. Das ist ja die Grundlage, die du dir aufbaust. Wir hatten damals einen sehr guten Software-Renderer und SSI war nicht fähig, 3D-Grafik zu machen. Wir waren die Einzigen bei ihnen. Oder wären die Einzigen gewesen. Ja. Ja, dann sind wir zu Acclaim. Die haben auch unterschrieben. Und dann bin ich nach London gereist und zu Lord Cousins, der Acclaim in England leitete. Wie heißt der? Lord Cousins. Lord Cousins. Rod Cousins, Ach, der macht. Rod. Ja, das Okay, ist bei ich dachte gerade Jagex. Lord. Das ist bei Jagex Geschäftsführer. Ja, Jagex sind die Leute, die RuneScape machen. Ah ja. Jedenfalls. Moment mal. Saß ich an meinem Schreibtisch, wollte einen Vertrag unterschreiben. Und da hat er gesagt: Toi, tut mir leid, wir haben heute Morgen einen Anruf vom Chef aus den USA bekommen. Wir müssen alle externen Verträge canceln. Wir dürfen keine Spiele mehr machen. Wir werden geschlossen. Das war Acclaim. Und als drittes kam dann Psygnosis. Wenn die heute noch jemand kennt, das ist eine Sony-Tochter gewesen. Ja. Die haben unterschrieben, mit denen haben wir sehr gut zusammengearbeitet, eine faszinierende Firma, eine sehr gute Firma, haben ja einen ziemlich guten Titel gemacht. Nur, als dann die PlayStation 2 kam, hat Sony gesagt, wir sind so erfolgreich, dass wir nicht mehr für Konkurrenzplattformen entwickeln wollen, sprich den PC, und haben alle PC-Titel gecancelt. Auch unseren, so wollten sie canceln.
bis jemand dazu kam und gesagt hat, hör mal zu, Psychnose-Abwicklung kostet Geld, lass uns die drei besten Titel behalten, die verkaufen wir noch und damit finanzieren wir dann die Abwicklung der Firma. Und hat Sony gesagt, ja, mach das. Ja, und einer der heutigen Titel war unserer, leider. Zwei Psychnose hat unser Titel ins Regal gestellt und ist geschlossen worden. Und dann? Ja, dann haben sie die Rechte von ihren Titeln an GTE verkauft. Mhm. Das ist eine Tochter von General Electric gewesen. Die haben den Titel nochmal ins Regal gestellt, sind auch geschlossen worden. Du hast einfach ein gutes Händchen. Ne? Habe ich, ja. Können wir dich nicht so als Wünschelrute durch die deutsche Branche oder durch die internationale Branche schicken? Das Faszinierende ist, ja, als ich da meine Firma verkauft habe an Joe, da habe ich die Geschichte erzählt, haben wir gesagt, versuch doch mal die Rechte zurückzukaufen. Haben wir dann gemacht. Wir haben die Rechte zurückgekriegt und haben das Ding dann nochmal ins Regal gestellt, 2 Jahre nach Release und haben 180.000 Stück verkauft. Das war für damals war das sehr, sehr viel. Das heißt, ich habe von meinem Spiel innerhalb von 2 Jahren 3 verschiedene Schachteln mit 3 verschiedenen Publisher-Namen drauf im selben Markt. Das muss mir jemand mal nachmachen. Ja, ja. Das ist, wo du gerade über die Stückzahlen sprichst, ne? Wenn du dir heutige Titel anguckst, 180.000 Einheiten, wer erreicht denn sowas überhaupt noch? Och, da gibt es schon viele. Ja, ich bin mir da gar nicht so sicher. Ich habe mit viel Aufmerksamkeit deinen Blogpost gelesen, wo du halt gesagt hast, dass die ganzen großen Titel, auf die man unheimlich viel gesetzt hat, dass die alle der Reihe nach floppen. Natürlich verkaufen die ihre 180.000 Stück, ne? Aber wenn man sich aktuelle Steam-Verkaufszahlen anguckt, auch von deutschen Titeln oder so, hast du auch sehr viele dabei, die gerade mal ihre 5.000 Stück über 3 Monate haben und extrem gut bewertete Titel sind. Ja, das liegt natürlich an mehreren Sachen, ja, aber wie gesagt, die Titel, die ich da genannt habe, wie Call of Duty, ja, wenn Call of Duty unter Erwartung liegt, dann heißt es, dass sie statt 24 Millionen dann 12 Millionen verkaufen. Gut, das ist immer noch eine Riesennummer, ne? Aber trotzdem ein katastrophaler Einbruch. Ne? Stell dir mal vor, du verkaufst 100.000 Stück auf Steam von einem Spiel, das $20 kostet. Da kriegst du unten irgendwo $16 raus, mal 100.000, das sind 1,6 Millionen. Das ist für ein Team, was nur 4-5 Leute groß ist, schon sehr, sehr gut. Mhm. Es gibt Leute, Einzelgänger, die sowas geschafft haben. Und die sind natürlich froh drum. Ja? Das geht heute wieder. Das ging die letzten 10 Jahre nicht so. Die Verkaufszahlen zeigen eigentlich nur eines, ja, dass du entweder ganz oben dabei bist, sprich du hast eine AAA-Megaproduktion, die sich millionenfach verkauft oder verkaufen auch muss, um Geld reinzubringen, oder du bist ganz unten am Rand und machst mit kleinen Teams halt kleine Titel, die sich eventuell doch gut verkaufen, wenn sie was Besonderes sind. Das Mittelfeld stirbt, das ist der Grund. Das heißt, wir werden auch sehen, dass die Publisher im Mittelfeld sterben werden, weil die sich nicht mehr über Wasser halten können. Was ist für dich ein Mittelfeld? Du, Mittelfeld sind Publisher, die, sagen wir mal, mit mittleren Budgets und mittelgroßen Teams Titel machen, die, selbst wenn sie sich nur mittelmäßig verkaufen, immer noch gute Gewinne abwirtschaften. Dieses Mittelfeld stirbt. Das ist aber eine typische Marktentwicklung. Das ist jetzt nichts Besonderes für die Spielebranche, das ist fast in allen Märkten so. Ja, das fand ich ganz interessant, weil eigentlich liest sich dein Blogpost wie eine totale Alarmmeldung. Gleichzeitig sagst du aber auch immer wieder, also gerade auch in den Kommentaren, so unter den aktuellen Diskussionen, Leute, ruhig bleiben. So ist das halt im Markt. Hat es schon mal gemacht. Das ist ja nicht das erste Mal, dass das passiert. Ja, wir haben ja schon hier und da mehrere Märkte zusammenbrechen sehen. Und das hat sich immer wieder entweder gefangen oder es kam ein anderer Markt hoch. Ja, es ist immer wieder etwas da, was das Ganze beflügelt. Und dass sich jetzt diese großen Titel auch nicht gut verkaufen, das liegt auch daran, dass der Markt überfüttert ist. Ja? Ja. Also wenn du dir mal vorstellst, du releast ein Call of Duty, ein Titanfall 2 und ein Battlefield 1 innerhalb von 3 Wochen. Okay, also 3 Shooter. Ordentlich gemachte kleine Spielchen. Ja, sehr, sehr, sehr gute Titel. Die alle das gleiche Publikum abgrasen, obwohl das Publikum immer noch fleißig Overwatch spielt. Dann ist ganz klar, dass sie sich so gut verkaufen. Ja? Also ich sage immer, wenn Blizzard einen Titel released, kreiert dieser Titel ein schwarzes Loch. In diesem schwarzen Loch darf man seine Spiele nicht releasen. Wir haben den Fehler selber mal gemacht. Ich habe ja mit den Dishonored-Entwicklern mal zusammengearbeitet und habe mit denen ein Spiel gemacht. Damals, kennt kaum jemand, Ax Fatalis hieß das. Ein sehr, sehr schönes Stealth-Rollenspiel. Und das hat dann der Publisher ins Regal gestellt, trotz meiner Warnung,
in der gleichen Woche, als Warcraft 2 rauskam. Mhm. Natürlich hat sich das nicht verkauft. Ich glaube, wir haben in Deutschland 7.000 Stück verkauft. Das ist natürlich ein Mega-Flop. Ja. Mhm. So was macht man nicht. Und das ist einer der Gründe, warum sich das nicht so gut verkauft, alles momentan. Und da gibt es noch mehrere andere, ja, dass die Leute immer länger mit demselben Spiel beschäftigt sind. Sprich, wenn ich mir jetzt vor 5 Jahren, ja, habe ich mir einen Shooter gekauft, fand ihn geil und nach 2 Wochen habe ich ihn durchgehabt. Mhm. Oh, wo ist der nächste? Ja? Ja. Ja, wenn ich mir jetzt einen Shooter kaufe und ich will Battlefield 1, ich sage es mal, durchspielen, da brauche ich 3 Monate. Ja. Du hast eben gesagt, so und dann kommt wieder irgendwas, was den Markt in Schwung bringt. Jetzt hat Worf hier gerade in den Kommentaren gefragt, wann kommt denn der VR-AR-Markt in Gang? Ist das das, was den Markt in Schwung bringen wird? Also ich sehe im Augenblick tatsächlich relativ wenige Trends, bei denen ich mit ruhigem Gewissen sagen könnte, damit kommt wieder richtig der Rubel zum Rollen, außer VR. Also ich bin jemand, der nicht dran glaubt, dass in den nächsten 5 Jahren AR oder VR Großgeld abwirft. Das ist momentan eine ganz tolle Sache, um Investoren Geld aus der Tasche zu ziehen. Aber es verdient noch kein Geld damit. Das wird auch eine ganze Weile noch so bleiben, bis das ein Massenmarkt wird. Ja? Und ich sage deswegen 5 Jahre, weil erst die nächste Konsolengeneration das so massenmarkttauglich machen kann, dass es wirklich jeder haben möchte. Mhm. Das wird eine Weile dauern. Aber jetzt machen wir den schwarzen Peter mal nicht an die Wand. Auch wenn sich ein Call of Duty schlecht verkauft, ja, hat sich trotzdem ein Overwatch hervorragend verkauft. Also der Markt als Gesamtvolumen gerechnet. Der wächst ja nach wie vor, ja. Der wächst nach wie vor. Also wir können uns jetzt nicht beschweren. Wenn man natürlich auf einer Plattform verhakt ist, in einem Genre und das raucht einem ab, ja, dann hat man sich abhängig gemacht von einem Markt und wenn der zusammenbricht, dann ist ganz klar schade. Dann hätte man die Alarmglocken halt vorher hören müssen. Mhm. Aber wenn wir jetzt bedenken, welche Möglichkeiten haben wir heutzutage, ja? Im Vergleich von vor 10 Jahren. Vor 10 Jahren musste ich einen Publisher haben, um weltweit publishen zu können. Wenn es geht, einen der weltweiten Publisher. Und die haben vielleicht 100 Titel im Jahr genommen. Durfte mich hinten anstellen. Heute kann jeder weltweit publishen. Damals, vor 10 Jahren, musste ich eine Engine selber programmieren. Hochkompliziert, 3D. Da gab es ganz wenig Leute, die sowas überhaupt sehr gut kannten. Und habe mir ein Riesenrisiko der Technologie noch mit eingefangen. Und ich muss auch ein gutes Spiel drauf machen. Mhm. Heutzutage gibt es genug Engines umsonst, die alle hervorragend sind. Ob das die Crytek Engine ist, ob das Unity ist, ob das Unreal ist, die kriegst du hinterhergeworfen. Ja. Ja. Also Engine umsonst, weltweites Publishing. So, kann ich alles machen, ohne die Risiken zu haben, die wir alle jetzt vor 10 Jahren, 20 Jahre lang durchgemacht haben. Heißt, es ist super positiv, es ist geil, es können kleine Teams heute wieder Spiele machen und weltweit rausbringen und eventuell sogar einen Erfolg haben, was vor ein paar Jahren unmöglich gewesen wäre. Das ist super geil. Aber negativ, der Markt wird natürlich jetzt geflutet mit Spielen. Ob die gut sind oder nicht, sei dahingestellt. Da gibt es super geile Stories, ja, von jemandem, der seit 4 Jahren ganz alleine ein Spiel macht und dann das Ding 250.000 Mal auf Steam verkauft und es ist der Mann da und hat 10 Millionen auf dem Konto und weiß nicht, was ich damit tun soll. Mhm. Das sind tolle Geschichten und davon gibt es auch viele Geschichten, was natürlich ein bisschen abdeckt, dass es 99% Fails gibt da draußen. Was aber auch okay ist, weil die Schranken sind ja weg, das heißt, es kommt eine Menge Schrott auf den Markt. Mhm. Und durch die Flut der Spiele ist es natürlich so, dass sich die gesamte Spielerschaft so ein bisschen diversifiziert. Ja? Mhm. Da spielt jemand, sagen wir mal, irgendein Farmspiel, was er auf Steam gekauft hat. Stardew Valley, ne, wenn du es kennst. Das ist ein hervorragendes Farmspiel, super geil gemacht. Das ist dieser einzelne Mann, der das geschrieben hat. Da versackst du mal kurz 3 Monate drin. Dann kauft er sich kein Titanfall 2. So, und im Februar hat er Stardew Valley durch und dann fragt er sich, was kaufe ich mir jetzt? Titanfall 2? Nee, das ist ja schon letztes Jahr rausgekommen, ist ja alt. Auch guck mal, hier ist ein neuer Shooter von XYZ, den hole ich mir. Und da leidet der Markt ein bisschen drunter. Ja, ist diese tolle Vielfalt, aber auch das Überangebot. Und da gibt es dann die natürliche Selektion, da werden viele sterben, die Mittelschicht wird aussterben und dann kommen die tollen kreativen Kleinen, die bleiben übrig, weil sie die gelernt haben, wirtschaftlich zu denken und die ganz Großen bleiben übrig. Und dann werden wir sehen, wer sich dann da wieder Bereiche raussucht, die bedient werden sollen. Ich meine, wir haben gerade über Simulationen gesprochen. Ja? Heutzutage gibt es keine guten Flugsimulationen mehr. Ja. Aber der Markt ist ja nicht tot. Ist ja nicht so, dass die Leute verschwunden sind. Ja? Es ist nur so, dass dieser Markt nicht so gut gewachsen ist, wie jetzt sagen wir der Shooter-Markt. Der Shooter-Markt verkauft mal 20 Millionen Stück von einem Spiel. Ja. Ich glaube, die bestverkaufte Simulation aller Zeiten hat 2,2 Millionen Stück verkauft. Das war's dann. Ja? Ja.
Und da kann sich doch jemand mal hinsetzen und mal wieder da was machen. Ich erinnere mich, es gab mal einen Dauerbrenner bei Microsoft, ja, ich gebe jetzt hier, sagen wir mal, Marktinsider-Tipps raus, Zugsimulation. Weißt du noch? So, da konnte man, also das ist wie Eisenbahn bauen, nur halt virtuell auf dem Rechner. Microsoft Train Simulator hat sie verkauft wie warme Brötchen in vielen Ländern. Ja, haben sie eingestellt, gibt es nicht mehr. Und ich frage mich, da wäre doch was. Also es gibt viele Bereiche und Genres hier und da, die fallen gelassen worden sind. Und wenn man die nimmt und modernisiert und rausbringt, dann ist das toll. Nehmen wir jüngstes Beispiel aus Deutschland, Paradebeispiel. Ja, es gibt ein Spiel damals, das hat Furore gemacht, überall. Es hieß Kommandos. Und jetzt gibt es ein Kommandos mit Ninjas, supergeil gemacht, modernisiert, geiles Interface, Spiel des Jahres geworden auf dem Deutschen Entwicklerpreis. Shadow Tactics, ja. Und so macht man das. Es kriegt geile Reviews, ja, dem hat Polygon 8,5 gegeben, einem deutschen Spiel. Schon krass, ne? Ja. Ja, schon krass, super geil, ja. Okay, jetzt gucken wir mal, wie sehr sich das verkauft. Das leidet natürlich auch ein bisschen drunter, dass diese ganzen mega High-End-Spiele da draußen sind. Ich weiß nicht, ob sollen wir mal gucken, wie sich das verkauft? Wo guckt man denn? Nachgucken. Komm, wir gucken auf Steam Spy. Aber es ist natürlich so, dass im Weihnachtsgeschäft jeder released und da ein Shadow Tactics aus Deutschland rauszubringen, ohne die Marketing-Million dahinter, weiß ich nicht, ob das eine gute Idee war. Das muss man aber den Publishern überlassen, ja, die ihre Slots ja belegen müssen. So, Steam Spy. So, was haben wir hier? Also, Owner's Data, Score Rank, meine Güte, 97% User Score. Geil, oder? Das ist ja der Wahnsinn. So, wo haben wir denn die Zahlen? Hier, Owners. Owners sind dann die verkauften Einheiten. Das sind Owners, heißt, die das besitzen, ja. Das ist ganz geil, ne? 51.000 Stück. So, und da sagen wir hier plus minus 5.851. Ja, aber es ist in 2 Wochen, ne? Ja. Auf Steam, das heißt, da kommen die Ladenverkäufe noch dazu. Komm, wir rechnen mal. Was heißt das denn? So, dann haben wir hier. Ja, rechnen mal damit. Nimm die 51.000 mal 2, meinst du? Kann ja, man? Klar. Okay. Es macht 60% oder knapp 50% des Marktes aus. Der Rest ist noch Retail. Okay, Durchschnittspreis ist hier 35,99. So, da sind wir bei 3,6 Millionen. Meine Fresse. Ja, da musst du natürlich dann Handelsspanne abziehen, Mehrwertsteuer abziehen, 30% Steam abziehen, 1000 Zeug noch. Aber nichtsdestotrotz, wenn sie das richtig gut vermarkten, längerfristig vermarkten, dann Shadow Tactics wird nächstes Jahr Weihnachten noch genauso geil sein wie heute. Glaube ich, dass sich das ohne Probleme lohnt. Also das ist so ein Beispiel, ja, wo man durch mittlere Produktion mit Medium-Sized Teams, wie groß ist Mimimi? Ich glaube 20 Leute. 25. Ja. Inklusive Praktikanten, 3 Stück, die sie haben. Da kann man schon ganz gut von leben. Ne? Das Problem ist halt, weiß man es vorher, gibt es heutzutage noch irgendeinen Indikator, irgendeine Garantie, ob du auf dem richtigen Weg bist oder nicht? Wenn wir uns andere Spiele angucken, die halt auch unfassbar gut abgeschnitten haben beim Entwicklerpreis, wie Silence, lass uns doch mal da gucken, ja, selber Publisher. Ja, jetzt pass mal auf, es gibt ja eine große Schwäche der deutschen Entwickler, ja. Und das ist Produktstrategie und Marktstrategie. Also, wenn ich einen Titel plane, ja, und ich sage jetzt, ich möchte so einen Titel machen, 8000. Silence ist ein Adventure, ist natürlich ein Nischenmarkt. Ja, trotzdem, das ist, guck mal, hat auch einen Metascore von 80%, User-Score von 90%. Silence ist ein wunderschönes Abenteuerspiel, das muss man folgendes bedenken. A, ist natürlich ein kleinerer Markt. B, Vorteil an dem Markt ist, du kannst hochpreisig fahren über 1-2 Jahre hinaus. Ja, das heißt, ein Silence verkaufst du in einem Jahr immer noch gut für seinen 39 Euro, was es kostet, wie heute. Das ist eine Sache, die Adventures relativ unique machen, weil Adventure-Fans, die gibt es da draußen auch genug. Mhm. Wenn man sie richtig bedient und Dedele kann das, dann kann man die langfristig verkaufen. Deswegen kann man diese kurze Verkaufskurve, die da jetzt anlegt, kann man gar nicht ernst nehmen. Ja? Mhm. Also da muss man im halben Jahr nochmal gucken. Das sind Titel, die sich sehr langfristig verkaufen. Aber gehen wir nochmal darauf zurück. Ja, Produktstrategie und Marktforschung. Wenn ich jetzt einen Titel mache, dann muss ich mir das Konkurrenzumfeld anschauen, die Plattformentwicklung und schauen, welches Titel jetzt anfange, in 2 Jahren, wo er draußen ist, ist dann das Konkurrenzumfeld so, dass ich dann ein Alleinstellungsmerkmal noch habe oder treten sie mich da tot? Das Zweite ist dann, wenn ich dann diesen Titel machen will, spreche ich denn das Zielpublikum groß genug an, damit ich meine Verkaufszahlen erreichen kann? Diese Analysen werden kaum gefahren. Ja.
Da kommt es immer noch aus Leidenschaft. Ich will das Spiel machen, weil es geil ist. Und wenn ich das spielen will, müsste es doch auch andere spielen können. Mhm. Das ist ein Fehler, ja. Also größere Publisher machen das. Wenn ihr jetzt zu EA einen Titel pitcht, ja, und die gehen in die nächste Stage, dann geben die diesen Titel allen ihren regionalen Verkaufsleitern, ja, als Pitch. Und die müssen dann einen Forecast abgeben. Und wenn der regionale Leiter dann sagt, von dem Ding verkaufe ich nur 100 Stück, und das sagen mehrere, dann geht die Verkaufszahl so langsam hoch und dann sagt die, ey, nee, es lohnt sich nicht. Mhm. Und diese regionalen Verkaufsleiter, die wissen ja, was sich verkauft, weil es durch ihre Hände geht, ja, und die kennen die Zahlen von ihrem lokalen Markt. Und das sind natürlich dann Waffen, die in Electronic Arts und Activision aufgrund ihrer Erfahrung hat. Die haben auch Nachteile, die Waffen, weil sie in der Vergangenheit leben, bla bla bla, ist egal, aber wenigstens, sie machen eine Marktbeobachtung. Und das machen deutsche Entwickler halt sehr selten, weil sie auch diese Waffen gar nicht zur Verfügung haben. Mhm. Wenn sie wüssten, wo sie die Waffen bekommen, die bekommt man nämlich, dann würden sie es vielleicht auch tun, wenn sie geschult wären, das zu tun. Ja, also ich, sag mal, so ein toller Entwickler, 12 Leute, haben einen Titel, haben ihren Pitch fertig und sagen, jetzt wollen wir mal gucken, ob der im Markt ankommt, lass uns doch mal Marktzahlen holen. Die kriegen sie natürlich nicht, die sind sauteuer, aber wenn sie dann zum Gameverband gehen oder zum Bio, die also durch BioNet und durch andere Initiativen, Gameverband hat ähnliche Initiativen, dann Entwicklern helfen, die gehen dann hin und sagen, hör mal zu, für die und die in die Spiele, hier hast die Zahlen, kannst du eine Analyse fahren. Aber das macht kaum jemand. So muss man aber agieren heutzutage. Mhm. Und wenn man da nur einer unter vielen ist, dann ist das schwierig. Also ich sage es mal, mach doch mal einen Team-based Online-Shooter in Deutschland. Das kannst du nicht mehr bringen. Das geht nicht. Ja? Trotzdem gibt es da Versuche. Gerade einen neuen Kickstarter in Hamburg gesehen. Ja, ich mache ein Team Fortress 2-Variante. Ach, ja, habe ich heute auch bei Facebook irgendwo rumgeistern sehen. Ja, und dann gibt es dann ein Spiel in Hamburg, ich vergesse mal, wie es heißt. Lost Ember? Wo man sich in Tiere verwandeln kann. Ach so, Lost Ember. Ja, Lost Ember, herzlichen Dank. Erfolgreiche Kickstarter hingelegt. Ganz ungewöhnliches Spiel, einzigartig. Das gibt es nicht in dieser Qualität. Gucken wir mal, wie sich ihre Entwicklungsstrategie auslegt. Das Ding ist zu langfristig angelegt, meiner Meinung nach. Aber auf der anderen Seite, wenn du das Spiel angeschaut hast von Anfang an, da hat jeder geguckt, boah, das sieht ja geil aus. Mhm. Habe ich noch nie gesehen. Und so muss man dann denken, ja? Mhm. Mal schauen. Also, ich bin ja gespannt. Ich bin ja ganz stolz auf unsere junge Generation, die so nachkommt, die da sehr kreativ und teilweise ohne Ängste einfach mal sagen, lass uns noch mal ein Spiel machen, wo man sich als kleines Geistchen in Tiere verwandeln kann und ein tolles Erlebnis hat. Mhm. Hättest du das gepitcht zu den alteingesessenen Publishern, hätten die alle gesagt, ja, mach mal Kinderspiele, geh mal laufen. Wir haben hier zwei Kommentare, lese ich dir mal gerade vor, weil du ja hier nicht in dem Kanal mit drin bist. Pity Mo sagt, letztendlich sind heute ja nicht nur die Hürden geringer, die Spiele zu entwickeln und weltweit zu vertreiben. Die Möglichkeiten des Marketings sind für kleine Entwickler mit wenig Budget auch greifbar geworden. YouTube und Social Media sei Dank. Hat er recht. Finde ich auch spannend. Das ist allerdings eine Kunst, die man beherrschen muss. Ne? Also man kann, ich meine, ich habe selber netten Kontakt mit einigen wirklich tollen YouTubern. Stefan, wie alt bist du jetzt? Knapp 40. So, das heißt, wir zwei verstehen Social Marketing deswegen nicht, weil wir mit diesen Social Medien gar nicht mehr aufwachsen. Natürlich verstehen wir das. Wir sind super, wir sind hip. Ja, ganz toll. Du wir weißt, sind mittendrin. Dann sag mir mal, warum Snapchat so gut funktioniert. Ja, ich habe keine Ahnung, warum. Ich habe es mir von meiner Tochter erklären lassen müssen. Mhm. Aber die jungen Leute heutzutage wachsen wie selbstverständlich mit den ganzen sozialen Medien auf und wissen natürlich, wie die funktionieren. Und können ohne Probleme die YouTuber auch ansprechen, weil sie ja, ich sage es mal, vom gleichen Schlag sind. Und wenn die dann auch noch verstehen, wie man die Viralität ein bisschen ankurbelt und welche Plattformen in welchen Ländern groß sind, ja, dass Twitter in den USA eine große Rolle spielt, in Europa nicht so und so weiter und so fort, dann können die eine Reichweite erzielen weltweit und da hat er komplett recht, vorher war das nicht möglich, ja. Vorher musstest du Werbung schalten in Computermagazinen, die waren irre teuer, das hat sich keiner leisten können. Und wenn du mal in so einem PC-Gamer in den USA in so ein Magazin rein wolltest, da, ey, A, 3 Monate Vorlauf und B, musste dem Redakteur schon die Füße küssen, dass er dich mit einer Zeile erwähnt. Interessant ist ja, dass sich die Art des Community-Managements total verändert hat. Ne? Ich weiß noch, du hattest bei Wings damals den Marc, ne? Marc Olberts als Community-Manager oder Udet.
komme da immer durcheinander. Beide, Marc war der Community Manager und Udet war sozusagen der BizDev Online-Marketing-Mensch. Und Community Management früher war ja vor allen Dingen, hey, wir bringen das Spiel raus und wir müssen unsere Community irgendwie betreuen. Ja, und bei Patches und Problemen da sein. Ja, mit Community Management vor Release schon angefangen, um die Community erstmal aufzubauen, sodass wir so eine Art Mindestverkaufszahl benutzen könnten. Es ist nur so, damals war Community vor Ort auf deiner Webseite in deinem Forum. Heutzutage heißt Community Management weltweit in allen sozialen Medien, die Leute mit Informationen zu versorgen. Also ist ein Community Manager neben dem Stimmungsbarometer und dem Kindermädchen für deine Community auch ein ganz wichtiger Teil des Marketing geworden. Genau. Darauf will ich hinaus. Ich glaube, heutzutage kriegst du auch solche Erfolge wie Lost Ember oder sowas. Ja, kriegst du ja nur hin, wenn du Menschen hast, die entweder von Natur aus die Sprache der sozialen Netzwerke aus dem FF sprechen, also weil sie da drin groß geworden sind, oder die entsprechend ausgebildet wurden. Und das ist ganz interessant. Es gibt keine Ausbildung für den Bereich. Und das, obwohl das Ganze so eminent wichtig ist. Ja, ist aber auch ein Bereich, der wird ein bisschen stiefmütterlich behandelt von einigen Firmen. Ne? Also da muss man ein bisschen aufpassen. Die besten Community Manager sind immer noch die Entwickler selber, die dann intern jemanden heranbilden, das zu tun. Ja, die glaubwürdigsten. Ne? Ob es die besten sind, weiß ich nicht. Da gehört ja auch eine Menge Handwerkszeug zu. Und ein Community Management heutzutage ist halt auch kein 9-to-5-Job mehr. Also 24 Stunden. Also normalerweise Community Management heißt immer Nachtschichten. Ja. Das ist normal, weil die Spieler, die kommen nach Hause von der Arbeit oder von der Schule und spielen nachmittags bis spät in den Abend rein. Genau dann, wenn der Community Manager online sein muss. Ja? Also wenn der Community Manager vor 12 Uhr mittags ins Büro kommt, hat er seinen Job nicht richtig gemacht. Ja, schön. Schön gesagt, ja. Aber Marc, nur kurzer Ausflug, Marc ist dann ja, nachdem er bei dir war, wohin gegangen? Marc ist nachher zu Blizzard gegangen als Community Manager. Nachher ist er dann bei Blizzard Community Manager für World of Warcraft, für die deutsche Community. Hat dort die Abteilung geleitet sogar, weil er ein bisschen überqualifiziert war in der Meinung von Blizzard, weil er ja die amerikanische Rollenverteilung, er entsprach der natürlich nicht. Ja, weil bei uns hatte die gesamte Community Management, er hat alles komplett geleitet, weltweit. Und da waren sie so ein bisschen baff, dass es so jemanden überhaupt gibt. Und mit dieser Ausbildung, die er sozusagen bei uns gemacht hat, ist er bei Blizzard dann ganz oben eingestiegen. Und durch mehrere Karriereleitern, inzwischen ist er bei Blizzard 10 Jahre ist er bei Blizzard jetzt genau, ist er jetzt Leiter E-Sports weltweit für alle Blizzard-Produkte und arbeitet in Irvine im Hauptquartier. Wahnsinn, ne? Was für ein Werdegang, ja. 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 zweiter Kommentar. Diese Marktbeobachtung ist ja nun auch das Ergebnis, dass EA die Indie-Sparte EA Originals gestartet hat. Ne? Ja. Ich find das auch ganz interessant. Auf der einen Seite haben wir diesen wachsenden Indie-Markt, ja, und unheimlich viele kleine Teams, die zu dritt, zu viert, wenn es hochkommt, ich glaube, das größte Indie-Team, muss ich vorsichtig sein, wie ich sage, aber das größte Indie-Team, was ich aktuell in Deutschland kenne, was sich so ganz klassisch als Indie-Team bezeichnet und alles selber macht, besteht aus 11 Leuten. Ne? Also klar, ja, könnte man jetzt sagen, Mimimi ist auch noch ein Indie-Team, aber Mimimi macht eben natürlich auch Publisher-finanzierte Produktionen und so. Ne? Also, aber der Indie an sich, der alles selber macht und alles selber finanziert, da ist das größte Team, was ich kenne, 11 Leute groß. Und das fängt natürlich jetzt im Augenblick nicht, oder diese Teams fangen nicht die Hunderte und vielleicht sogar 1000 entlassenen Leute der deutschen Games-Branche auf. Ne? Das ist etwas, was sich total verändert hat. Und wenn die jetzt alle neue Indie-Teams gründen, dann hätten wir 200 neue Indie-Teams. Wäre spannend. Ne? Ob die, ja, alle machen es natürlich ob nicht. Ob die dann alle bei EA unterkommen? Nee, sie sind ja, also erstmal, EA stellt ja keine Leute an, sondern sie. Nee, also in dem Programm. Auf dem Zettel, ja, in dem Programm. Und das machen sie nicht aus, jetzt muss ich vorsichtig sein, damit ich EA nicht verärgere. Sag mal so, Electronic Arts ist verärgert darüber, dass es Indie-Titel gibt, die sich so gut verkaufen, dass sie ihre eigene starke IP werden. Und dass sie die Chance nicht hatten, ihre Hände an diese IPs zu bekommen, ärgert sie so sehr, dass sie sagen, wir werden High-End-Indie-Titel, wo wir glauben, dass sie tolle IPs werden können, selber ins Programm nehmen, auch vertreiben, professionell unterstützen.
dass wenn wir so ein Minecraft, sagen wir mal beim Namen, vor der Tür haben, dass es halt uns gehört und nicht jemand anders. Mhm. Ich finde das toll, dass sie das machen, aber sie macht es natürlich auch aus Eigennutz. Das ist natürlich ein Business. Aber dass die 1000 Leute, die entlassen worden sind, da alle Indie-Teams gründen, bezweifle ich, weil nicht jeder ist ein Businessmann, nicht jeder will ein Team aufbauen, Geschäftsführer werden oder Teamleiter und so weiter. Ich behaupte auch mal, jetzt muss ich schon wieder vorsichtig sein. Nee, musst du nicht. Wir sind ja unter uns hier. Ja gut, die Hälfte der Leute, die, von denen du da redest, kommen von einem ganz großen Studio in Hamburg, die 600 Leute in einem Jahr eingestellt haben. Und wenn du dir mal vorstellst, wie eine Human Resources Abteilung 600 Leute in einem Jahr anstellen soll, ohne dass die Qualität der Leute leidet, die du anstellst, das kann ich mit richtigen Dingen zugehen. Ja? Also ich behaupte mal, dass viele von diesen Leuten eventuell in der Spielebranche nicht gut aufgehoben wären, um es vorsichtig auszudrücken. Da waren sicherlich ein paar tolle Talente dabei, die auch alle wieder unterkommen werden, bin ich sicher. Dafür spricht zum Beispiel, dass die Jobangebote, die es dann plötzlich gab, als es bekannt geworden ist oder als Gameforge Leute entlassen hat, standen in allen Foren drin. Und das Feedback von Leuten, die entlassen worden sind, dass sie sich darauf gemeldet haben oder dass du so gehört hast, dass da jetzt die Leute dort unterkommen, war minimal. Mhm. Also entweder sie haben nur die Schicht an Leuten entlassen, die schwierig sind, sowieso unterzubekommen, oder die Guten hatten schon sowieso neue Jobs, bevor sie überhaupt entlassen worden sind. Also ich sage es mal, die hören ja auch die Glocken läuten, ja, die sind auch nicht blöd. Ich glaube, da muss man ein bisschen vorsichtig sein, dass diese Zahl so in den Raum zu stellen. Mhm. Ich habe aber dann auch mal interessanterweise, gab es so eine Diskussion auf Facebook, wo das ein Thema war und ich gesagt habe, hör mal zu, Jungs, das war schon mal schlimmer. Es wurden schon mal 25 Entwickler in Deutschland zugemacht in einem Jahr und 3 Publisher dicht gemacht. Die meisten erinnern sich daran nicht mehr. Wann war das? Diese große Krise. Das war, als das Ruhrgebiet komplett alle Entwickler verloren hat, bis auf Fanatics. Lass mich überlegen, wann war das? Es war noch während der Wings-Zeit. Ende 90er, Anfang 2000. Mhm. Ja. Und dann habe ich mir den Spaß gemacht und habe mal rausgesucht, wie viele Studios und Entwickler in USA dicht gemacht worden sind im selben Jahr, nämlich 2016. Und ich habe bei 50 aufgehört zu zählen. Über 50 Studios. Und ich rede es nicht von Studios, die so klein sind oder wo man sagen muss, es sind nur 20 Leute. Nee, ich rede von amerikanischen Studios. 100, 200, 300, 500 Leute. Ja? Mhm. Über 50 Studios. Du erinnerst dich, Disney hat komplett ihre Entwicklung eingestellt. Die haben alle ihre Studios dicht gemacht. Alle. Kannst du dir vorstellen, wie viele Leute auf der Straße saßen plötzlich? Mhm. EA hat Studios dicht gemacht. Activision hat Studios dicht gemacht. Viele andere sind dicht gemacht worden. Das ist so weit weg muss man ja gar nicht gucken. Ne? In England war es ja eine ähnliche Situation. Ne? Genau. Das ist, was mich überrascht hat, ist, dass es so früh anfängt. Normalerweise fängt das später im Konsolenzyklus an. Diese Krisengeschichte, wo so viele Studios kollabieren, das ist jetzt ein bisschen beschleunigt worden. Warum, muss ich nochmal untersuchen. Mhm. Aber ich habe das schon 5-mal mitgemacht. Ja. Mhm. Also. Was meinst du, wie stellt sich der Markt jetzt insgesamt neu auf? Der Markt stellt sich auf, indem es entweder in den USA große neue AAA-Studios geben wird, die mit viel Geld tolle Titel machen. Und da gibt es schon 2 Ansätze, da hat man schon gehört, dass ein Ex-Designer von Blizzard ist gegangen, ist mit seinen besten Kollegen, hat Leute eingestellt und hat, 30 Millionen Dollar bekommen, um das nächste Spiel zu machen. Da geht es hin und es wird viele, viele kleine Studios geben. Weil die Mitte, die taugt ja nicht mehr. Und viele der Leute machen kleine Studios auf und versuchen sich entweder mit kleineren Titeln erstmal oder mit Mobile-Titeln oder klein heißt nicht schlecht, um Gottes Willen. Ja? Es gibt wunderschöne, geile, kleine Titel. Und da wollen sie rein. Ja? Also stell dir mal vor, du hättest die Profis aus AAA-Produkten. Ja? Und du nimmst davon ein Kernteam von 6-7 Leuten, diese Hochkaräter, und die sollen ein Spiel machen für den kleineren Bereich, wie geil diese Spiele werden können. Mhm. Und da werden sich selbst die Indies umgucken müssen, weil sie dagegen plötzlich konkurrieren müssen. Mhm. Und das werden wir, glaube ich, vermehrt sehen. Ja, kleine, feine, hochgeschliffene Titel, die den Indie-Bereich ein bisschen von hinten aufräumen, das, glaube ich, ist auch eine Tendenz, die wir nächstes Jahr sehen werden. Mhm. Das klingt alles ein bisschen nach einfach durchhalten, bis der Markt sich bereinigt hat und dann nicht durchhalten. Übrig sein. Nee, es klingt jetzt so schlecht, ja. Mhm. Ich nehme jetzt Leute, machen einen kleinen Titel. Nee, wenn
wenn du siehst, dass ein kleines Team mit 7 Leuten ein 20-Dollar-Spiel auf Steam stellt, was sich 100.000 Mal verkauft, ja, dann ist das ein Riesengeschäft für die. Mhm. Und es gibt genug andere Beispiele. Es gibt diesen 16-Jährigen, der auf Steam eine Minecraft-Variante, eine Coop-Variante rausgegeben hat. Und das ist das meistgespielte Spiel mit 27 Millionen Spielern. Der ist 16. Da gibt es viele andere Beispiele noch. Und da sieht man, dass dieses kleine Geschäft gut läuft, wenn du mit einem kleinen Team hocheffizient geile Spiele machen kannst, mhm, weil du weltweit vertreiben kannst plötzlich. Vor 10 Jahren ging das nicht. Weil du in Deutschland hast du 10.000 Stück verkauft von deinem kleinen Spiel, im Ausland will keiner haben, das heißt, du hast 15.000, 20.000 Stück verkauft, reicht nicht. Mhm. Und jetzt hast du durch Steam weltweiten Access. Mhm. So. Hast du den, dieser Stardew Valley-Typ, ja, der seine Farmsimulation da gemacht hat und hat keine Ahnung, wie viel verkauft. Kannst du mal nachschauen auf deinem Steam Spy. Mhm. Der hat jetzt die PlayStation 4-Version rausgebracht und kommt auch auf Xbox One und tut sich irgendwann auch auf Mobile. Ja. Der Typ, der darf auch nicht mehr arbeiten. Ja. Mhm. Und das sind jetzt natürlich die Paradebeispiele, die ich nenne. Ja, ich weiß, ja, bevor jemand das im Chat schreibt, es gibt aber auch im Mittelfeld tolle Beispiele, wo jemand sagt, ja, wir haben jetzt so 5. Jahr gearbeitet, ja, kannst du mal hochrechnen, wie viel ist das, 25.000 mal 10, das sind vielleicht 300.000, 400.000 Kosten. Wie viel muss ich verkaufen auf Steam, damit ich kostendeckend oder gewinnbringend werde? Ja, sagen wir mal, du musst 1 Million Umsatz machen. 1 Million durch 20 sind 50.000 Stück. Naja, die Frage ist ja, wie finanzierst du die Entwicklung vor? Ich ja, meine, das nachher, das ist ja im Augenblick ein Problem, was hier viele umtreibt. Ne? Ja. Wir haben hier noch ein paar Kommentare. Und zwar hat Worf gefragt, sollte sich ein deutsches Studio spezialisieren oder lieber breit aufstellen, das heißt auch casual machen? Und jetzt kommt ein ganz interessanter Schluss, um langfristig zu überleben. Ja, nicht erfolgreich zu sein, sondern zu überleben. Finde ich ganz schön. Warte ganz kurz, dann hat Pity Mo darauf geantwortet. Das kommt, denke ich, auf die Teamgröße an. Als kleines Team hat man meiner Meinung nach gute Chancen, schnell eine Nische zu füllen. Größere Studios sind da nicht so flexibel. Und Kolea hat noch gesagt, also das bezog sich dann wahrscheinlich auf deine Erklärung zu den tollen Indie-Teams. Bestes Beispiel, The Flame in the Floods. Flame in the Floods, super geiles Spiel. Bioshock, Halo und Activision-Veteranen haben das Indie-Game gemacht. Genau. So. Es ist ein sehr, sehr schönes Spiel, hat sich jetzt nicht so gut verkauft. Die sind ein bisschen unzufrieden, aber auf der anderen Seite es hat sich gut genug verkauft. Mhm. Sollte jeder mal anschauen. Also es ist ein sehr, sehr schönes Survival-Spiel. Ja. Aber es ist auch letztlich, solange es irgendwie Geld gibt, kann ich natürlich sagen, auch gut, ich muss 20.000 Einheiten davon verkaufen, wenn es denn mal fertig ist. Das kriegt man hin. Ich spezialisiere mich auf die und die Plattformen, also, Märkte, wie auch immer. Also erstmal die Frage zu beantworten, breit aufstellen oder spezialisieren. Mhm. Den Rat, den ich den Studioleitern immer wieder gebe, wenn sie mir so eine Frage stellen, ist immer, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Mhm. Mach das, was du am besten kannst und dir Geld gebracht hat, weil das ist das, was dir langfristig auch deine Geschäftsgrundlage gibt. Und von daher kannst du wachsen in andere Bereiche hinein, wenn du es dir dann leisten kannst. Mhm. Sich breit aufstellen heißt, du experimentierst zu viel und dein Fach-Know-how, was du dir aufgebaut hast, in diesem spezifischen Bereich geht verloren. Natürlich ist es so, dass wenn du in einem Bereich bist, der kaputt geht, ja, wie damals die Simulationen zum Beispiel, da musst du natürlich wechseln. Mhm. Aber wenn du saugute Strategiespiele machen kannst, ja, dann mach das weiter. Ja. Du kannst nicht plötzlich sagen, ich mache jetzt einen First-Person-Shooter oder ich mache ein Puzzlespiel. Das wird nichts. Deswegen, also für mich ist Spezialisierung auf ein selbst wenn es nur okay läuft, ja, besser als sich zu verzetteln in Genres, wo man sich nicht auskennt und die gesamten Marktgegebenheiten nicht kennt. Mhm. Und was diese Finanzierung angeht, ja, woher das Geld nehmen? Schau mal, es ist einfacher, eine Finanzierung von 1 Million zu bekommen, als einen 20-Millionen-Titel hinzustellen. Ja, manche sagen das Gegenteil, aber die Optionen von jemandem, der die 20 Millionen geben will, die gehen dir leider aus, ja. Mhm. Die anderen gehen, ja, und ich habe ja genug Beispiele. Ich erinnere mich noch an einen Studenten, der bei mir Diplom gemacht hat. Ich unterrichte auch Game Design. Und der kam in die Diplomprüfung rein, hielt einen Zettel hoch und hat gesagt, das ist die Gründung meiner Firma. Wenn ich hier rausgehe, werde ich ab morgen in meiner Firma Spiele entwickeln. Mhm. Die Gründungsurkunde von seiner Firma dabei gehabt, ja.
und hat diese Spielidee, die er entwickelt hat, bei uns während dem Studiengang mitgenommen und hat das dann released, das heißt Inner World, das ist Studio Fitspin, einer unserer großen Indie-Stars, die wir immer noch haben, und ist dahin gewachsen. Mit kleineren, feinen Titeln, wo sie immer langsam sich entlanghangeln, wo sie dann immer sagen können, okay, jetzt sind wir so gewachsen, dass wir jetzt auch mal ein bisschen größere Spiele machen können. Und nicht gleich von vornherein sagen, ich mache jetzt einen auf Crytek, ihr macht den besten Shooter der Welt. Mhm. Das geht wirklich nur, wenn man in Ausnahmefällen und wenn man weiß, wie man diesen Weg einschlägt. Ja? Das ist schwierig. Du, ich glaube aber auch, der Hype, den geilsten Shooter der Welt machen zu wollen, der ist doch eigentlich vorbei. Ne? Ich meine, jetzt gab es mal diesen einen Ausreißer, sage ich mal, hier gerade aktuell auf Kickstarter, aber ansonsten will doch eigentlich jeder ein hippes Indie-Game machen. Es ist doch, läuft doch gar keiner mehr rum und hat den Traum, ein 120-Mann-Studio aufzumachen. Ich finde das gut. Also gegen den Mainstream laufen heißt, ich will eben kein normales Rollenspiel-Shooter oder was Teufel sich in den Top Ten verkauft machen, sondern ich will was ganz anderes machen, was noch nie da gewesen ist. Davon werden sicherlich viele scheitern, aber die wenigen, die Erfolg haben, werden eventuell neue Genres bauen. Und da freue ich mich drauf, weil es gibt so viele kreative Impulse aus dem Indie-Bereich, die sich dann nachher nochmal in den höheren Ebenen auch festlegen. Es gibt viele professionelle Titel, die von Indie-Titeln inspiriert worden sind. Finde ich ganz toll. Und da, glaube ich, kommt die nächste Welle des Kreativschubs her, die wir brauchen, um nicht wegzukommen, aber um die Standardkost, die wir haben, nämlich diese Shooter und diese Sandbox-Spiele und die Rollenspiele, die wir da haben, zu ergänzen durch den gesamten anderen kreativen Haufen, den wir brauchen, damit Spiele nicht, ich kann nicht jeden Monat einen neuen Shooter spielen, das wird auch mal langweilig, ja. Aber dann kommen wir immer wieder Impulse. Teutsch, ich hatte ja hier in den Titel unseres Talks auch reingeschrieben, dass du durchaus auch als Polarisateur bekannt bist und hier kommt auch direkt eine Frage. Könnte Teut mal die Quelle nennen, wo man als deutsches Studio 1 Million Invest bekommt? Danke. Ja. Ja, damit. Die Quelle ist zum Beispiel. Ist ja in der Tat so, ne? Das klingt leicht, wenn man dir so zuhört, aber ich finde, in der Praxis ist es nahezu unmöglich. Ist es schwer. Vor allem Geld ist das Hauptproblem in Deutschland. Das heißt, man muss die Geldquellen sichern. Man muss also jemanden haben, der Erfahrung hat, mit diesem verfügbaren Geldmarkt zu reden. Ja. Erster Pro-Tipp, ja. Holt euch nicht einen Investor, der euch Geld gibt, holt euch einen Investor rein, der Geld holt und dadurch seine Anteile bekommt. Der kennt, der weiß, wie das geht und der kann für euch, ja, er ist teuer bezahlt, wenn er dann Geld bekommt, für euch das Geld eintreiben. Punkt 1. Punkt 2, er geht zum Gameverband, geht zum BIU und lasst euch beraten, welche Förderungen es gibt. Mhm. Es gibt tolle Förderungen, viele davon kennt man nicht, auch auf EU-Ebene. Und so blöd es klingt, ja, selbst Banken geben hier und da Kredite. Und wenn man das alles zusammenzählt, kann man schon auf 1 Million kommen. Da ist ein Eigenkapital mit drin eventuell, aber es geht. Aber der wichtigste Schritt ist wirklich, jemanden zu finden, dem sein einziger Job ist es, Geld aufzutreiben. Mhm. Und der muss diese Sprache reden können. Haben wir die in Deutschland? Oder? Ja, in Deutschland. Ja, natürlich. Also ich wüsste jetzt spontan, ehrlich gesagt, vielleicht 2 Leute, die auch tatsächlich so in Studios reingehen mit Beteiligungen und sich darum kümmern. Ich meine, klar, wir haben Produktionshäuser. Wir haben Produktionshäuser wie Remote Control oder so. Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass wenn die sich beteiligen, die mit ihrem Netzwerk natürlich auch Finanzierung auf die Beine stellen. Ja. Ich rede jetzt aber nicht von Remote Control hilft ja bei der Produktion, bei der professionellen Design, Pitching, Prozessoptimierung und so weiter und so fort. Und dann natürlich dann auch mit ihrem Netzwerk zu Publishern rein. Was ich mit Finanzierung meine, ist, die Leute, die sich im Finanzmarkt auskennen, wie man Geld eintreibt, egal von wem, die sprechen eine ganz bestimmte Sprache. Die wissen, wie man auf diese Leute zugehen muss. Die haben schon ein Netzwerk. Die kennen, wie man mit den Leuten umgehen muss. Und solche Leute muss man finden. Mhm. Und die laufen auch auf Konferenzen rum. Ja? Mhm. Wenn jemand Geld sucht, ja, heute schon anmelden für die Slush-Konferenz nächstes Jahr. Ja. Oder sich vielleicht auch mal angucken, wie einige der mit Venture Capital ausgestatteten Unternehmen, die wir beide gut kennen, wie DACS zum Beispiel, mit dem Geld umgehen, was sie bekommen. Ne, was ich an DACS hochspannend finde, du bist ja da im Advisory Board, du kannst da vielleicht mehr zu sagen, ich weiß nicht, wie offiziell das alles ist, aber die Jungs sind ja jetzt im Silicon Valley. Ne, und, German Accelerator heißt das Programm, haben sich da beworben, haben gewonnen, sind dann rübergezogen, haben sozusagen jetzt eine amerikanische Dependance, um im Silicon Valley Geld für ihre Firma aufzutreiben. Jetzt muss man aber das als Paradebeispiel nehmen, ja. Der
der angestellte Geschäftsführer von dieser Firma, der Björn, ist ein Naturtalent, was Networking angeht und was Financing angeht. Mhm. Und der Mann kennt sich in diesem Markt aus und das ist der Grund, warum die RCS jetzt dort ist. Und so jemand musst du finden, ja? Jemanden, der die mit Bankern kann, mit Investoren kann, der mit Investmentgesellschaften kann, der mit Beteiligungsfirmen kann, der weiß, wie das alles funktioniert und sowas. So jemand brauchst du. Und da gibt es auch Jüngere oder auch Mittlere, die das machen. Ja? Das ist nicht so, dass du da jemanden haben musst, der irgendwie schon seine 100 Millionen auf der Bank hat. Nee, es geht auch um die Leute, die nur diese Sprache sprechen und Geldeintreiber sind. Und so, da muss man sich halt in einer anderen Branche umgucken. Ich glaube übrigens auch, dass das ein Problem ist, je älter man ist. Also ich meine, wenn du jung und hip bist und du bist irgendwie Ende 20 super motiviert, und kannst überzeugend darstellen, dass du die nächsten 12 Monate Rock'n'Roll machen wirst, dann ist es leichter als jemand, der sich mit Mitte 40 auf dem Weg macht, zum allerersten Mal ein Investment auf die Beine zu stellen, vorher jetzt keinen spektakulärsten Lebenslauf gestaltet hat. Man darf ja auch nicht vergessen, dass wenn man jetzt Mitte 20 ist, noch keine Kinder hat, keine Frau, kein Haus, was man abbezahlen muss, dass dann der Lebensunterhalt dementsprechend okayer ist und dann die Kosten sich im Rahmen halten. Ja? Mhm. Dass umso älter man wird, umso schwieriger ist das. Da hast du komplett recht. Ja? Was die Polarisation angeht, ja, um die erste Frage noch zu beantworten, das kam ehrlich gesagt durch die Vorträge, die ich bei dir gehalten habe. Weil ich habe immer versucht, in meinen Vorträgen ziemlich viel Wissen zu vermitteln, vor allem den Deutschen, wo ich sagen muss, Jungs, hier ist eine Chance, greift sie jetzt, sonst ist der Zug wieder abgefahren. Und keiner hörte mir zu. Und ich habe mich so aufgeregt darüber, dass ich immer gesagt habe, vielleicht liegt es an der Art und Weise, wie ich mit den Leuten rede. Entweder man relativiert Sachen und sagt, ja, es ist wahrscheinlich, dass der Markt in diese Richtung geht, die Tendenzen neigen dazu, dass es so ist, ja, und ich vermute mal, dass wir nächstes Jahr damit rechnen können. Das ist so die typisch deutsche Art, ja, und da hört ja aber keiner zu. Und ich bin dann hingegangen und habe gesagt, okay, da muss ich extremer werden in meinen Aussagen. Ich sage dann einfach, wie 2006 auf der Covadis, in der Zukunft werden alle Spiele online sein. Mhm. Haben sich alles Maul drüber zerrissen. Und dadurch, dass sie sich alles Maul drüber zerreißen, reden sie drüber und kriegen eventuell ein besseres Verständnis und haben es wenigstens kapiert, was ich sagen will, anstatt mir nicht zuzuhören. Und das hat mir dann so ein bisschen den Ruf eingebracht, dass ich halt polarisierend bin, weil ich finale Aussagen mache in meinen Vorträgen, anstatt das so ein bisschen zu relativieren. Wer mich aber kennt, wer das mag, dass ich sehr viel Wissen vermittle, weiß, dass er diese Aussagen halt ergänzen muss mit zu 80%iger Wahrscheinlichkeit wird es so sein. Und dann ist das okay. Aber wie gesagt, die Polarisation kommt natürlich daher, dass A, die Leute mir dann eher zuhören, die Reichweite sich erhöht durch meine Talks. Ja. Ich hatte mal einen Rekord-Talk über League of Legends, der hat Coverage in den USA gehabt von Millionen von Leuten. Das fand ich total geil, weil ich da halt auch sehr extrem war. Ja. Ich habe einfach behauptet, wäre ich Vorstand von League of Legends, könnte ich den Umsatz verdoppeln. Das kann man einfach mal so behaupten. Ja, behaupten kann man das mal. Ja. Ich kann ihn erhöhen, ganz klar, aber auf der anderen Seite eine andere Geschichte. Mhm. Und was es mir natürlich dann auch bringt, höhere Reichweite, heißt die Aufmerksamkeit, bringt mir natürlich Kunden. Ich bin freischaffender Berater, das heißt, ich lebe ja auch davon, dass Kunden zu mir kommen und Werbung schalte ich nicht. Ich mache das rein aus Empfehlungen und die meisten Empfehlungen bekomme ich auch durch diese Vorträge. Mhm. Im Gegenteil, und das kommt jetzt so häufig vor, dass ich mir irgendwie den Arsch beiße manchmal. Es kommen wahnsinnig viele Teams auf mich zu, die sagen, Teut, ich habe alles über Free-to-Play von deinen Vorträgen gelernt, ich kenne sie alle in- und auswendig und wir haben echt guten Erfolg hier. Wir haben hier gerade 3 Millionen Leute, die jeden Monat unser Spiel spielen. Mhm. Und ich sage dann wieder so, ganz toll, aber ich habe mit euch kein Geld verdient. Mhm. Das kommt wahnsinnig häufig vor und es gibt einige der ganz, ganz Großen, die das auch gemacht haben, wo ich mich dann irgendwie so in den Arsch beiße, dass ich da nicht rein bin. Aber gut, andere Geschichte. Mhm. Aber das ist dann so dieser Konflikt. Ja, auf der einen Seite will man Wissen weitergeben und den Leuten was beibringen, aber umso mehr man ihnen beibringt, umso weniger brauchen sie mich dann als Berater. Mhm. Aber das ist Teil der Polarisation, ist einfach Aufmerksamkeit zu kriegen, damit die Leute einem zuhören. Und wenigstens darüber diskutieren. Selbst wenn sie sagen, nee, Zitat von Wolfgang Walk, ja, damals, du erinnerst dich an der Jury-Sitzung, der gesagt hat,
ich bin nicht immer einer Meinung mit Teut, ja, aber ich honoriere das, was er versucht zu tun mit seiner Art und Weise, den Leuten beizubringen, wie der Markt funktioniert. Mhm. Und so ist es dann halt. Man muss nicht alles glauben, was ich sage. Polarisiert ja auch. Ne? Gerne und regelmäßig, ja. Ja. Also als durch Polarisierung Aufmerksamkeit zu kriegen, ist ja durchaus gerechtfertigt. Ne? Ich meine, das andere ist, dass man sehr häufig Wissen über eine Sache und Erfolg gehabt mit einer Sache gleichsetzt. Ne? Das ist so, ein guter TV-Kritiker hat vielleicht früher auch mal versucht, gute Filme zu machen, ist dann aber mit den Filmen am Markt einfach nicht erfolgreich gewesen, ist aber trotzdem ein hervorragender TV-Kritiker. Ne? Und du bist halt tatsächlich auch ein hervorragender Analyst. Du arbeitest ja auch viel mit internationalen Firmen zusammen. Ne? Du bist ja auch relativ häufig in Finnland unterwegs, ist das richtig? Bei Supercell warst du auch als Berater mit drin, ne? Mhm. Also ich habe Kunden in den USA, in Skandinavien, in Asien, eigentlich querbeet durch die Welt. Mhm. Das ist doch schön, dass man global arbeiten kann. Ja, und davon sind einige sehr, sehr erfolgreich mit mehreren 100 Millionen Umsatz im Jahr. Mit einem Blick auf die Uhr, wir sind nämlich jetzt hier schon fast 75 Minuten zu Gange. Ich finde das super spannend, aber ich glaube, wir müssen mal irgendwann zu einem Ende kommen. Aber mit einem Blick auf die Uhr, sag doch mal, was in deinen Augen der größte Unterschied zwischen diesen internationalen Studios ist, mit denen du zusammenarbeitest, und den Studios, die du größtenteils hier in Deutschland kennst. Also der Unterschied ist natürlich, in Skandinavien fällt auf, dass die Vernetzung der Studios unter sich besser ist und sie sich gegenseitig mehr helfen, hat aber auch den Grund, dass die alle auf einem Haufen sitzen. Ja? Mhm. Die sind alle in Helsinki oder halt nah dran und haben es dadurch einfach, indem sie einfach in die nächste Kneipe gehen und den nächsten Entwickler fragen, hör mal zu, wir haben hier ein Problem, könnt ihr uns helfen? Das ist hier ein bisschen schwieriger, weil wir mehr verstreut sind. Dank Supercell ist die Investmentlandschaft einfacher geworden in Skandinavien. Mhm. Das ist natürlich dann eine Sache, die uns fehlt. Ja? Diese großen Investmentgesellschaften, die alle nach Skandinavien gegangen sind und gesagt haben, wo ist das denn, diese Supercell? Mhm. Ich habe Millionen im Topf, wer will sie haben? Mhm. Kein Scherz, ja. Also ich habe in Helsinki an der Uni habe ich einen Vortrag gemacht und zwei Studenten haben sich nachher bedankt, dass sie die Grundlagen von Free-to-Play bei mir gelernt haben. Sie hätten gerade eine Förderung bekommen und haben ihr Studio gegründet und machen gerade ihre ersten Spiele. Und da habe ich sie gefragt, ja toll, wie viel habt ihr denn bekommen? Ja, 20 Millionen Euro. Ja, gut. Ja, gut. Okay. In Asien ist es so, vor allem Südostasien. Das ist jetzt auch nicht so viel Geld. Ja, nee, 20 Millionen. Ja, dass die Leute da unbefangener an Themen rangehen. Mhm. Und natürlich auch günstiger sind dort, weil die Lebensumstände dort anders sind. Aber auch das Geldproblem haben, ja. Aber denen ist das nicht egal, kann man nicht sagen. Aber die werkeln trotzdem vor sich hin. Sag mal, wieso gibt es denn in Deutschland so viele gute, in Finnland so viele gut ausgebildete Menschen? Also ich meine, wie viel Finnen gibt es? 5 Millionen? 6 Millionen. Sechs Millionen? Ich meine, da ein Studio aufzumachen mit ein paar hundert Mitarbeitern, was auf so einer hohen Qualität international erfolgreich arbeitet, und das ja fast ausschließlich mit Finnen. Nee, ausschließlich nicht. Aber fast. Sind also viele. Die Kunden, die ich dort habe, sind zu 30-40% mit Ausländern besetzt. Es gibt keinen Kunden, den ich habe in Finnland, wo mich nicht einer auf Deutsch anquasselt. Ach. Normal. Mhm. Es ist so, dass in Finnland die damalige Cracker-Szene sehr groß war und die Demoszene war riesig. Und aus dieser Demoszene haben sich die richtig guten Leute entwickelt und die sind halt noch am Ball geblieben. Mhm. Und Finnland hat einen großen Nachteil, der ihnen jetzt zum Vorteil gereicht hat die letzten Jahre. Es gab nie einen finnischen Publisher. Mhm. Kennst du einen? Nein, es gibt keinen. Das heißt, die Finnen mussten, um ihre Spiele zu publishen, sich an die Großen wenden nach England und sind dadurch erstmal weltweit an den Markt gekommen. Anstatt wie wir zu den deutschen Publishern gelaufen sind, die erstmal in Deutschland, sagen wir mal, gutes Geschäft gemacht haben, bis der Umsatz nicht mehr reichte, die Kosten zu deckeln. Mhm. Hatten die Finnen den Vorteil, dass sie schon international erfolgreich waren, als wir noch, sagen wir mal, in Deutschland uns beschäftigten und dann erst rausgehen wollten. Mhm. Das zusammen bringt die Finnen halt dorthin. Ja? Neben der Lebensqualität in Finnland und dem Unding, dass es da 60% dunkel ist und du da auch anders arbeitest. Mhm. Also
es ist generell diese finnische Gelässigkeit. Es gibt Gehässigkeit? Gelässigkeit, Lässigkeit. Lässigkeit. Gelassen, ja. Gehässigkeit wäre ja auch in Ordnung. Ja. Die meisten finnischen Entwickler, die ich kenne, haben eine Sauna im Büro. Pfui. Nee, nicht pfui. Da sind die ja immer nackt. Ja, und? Dann meinst du, müssen wir mehr nackt arbeiten in Deutschland? Tipp, wenn du mal in Finnland zur Sauna eingeladen wirst, ja, dann liegt vor der Sauna normalerweise ein Holzstapel, ja, mit dem dann das Feuer verbrennt. Guck dir den Holzstapel mal genau an, da sind ein paar Holzscheite markiert. Wenn du dahinter greifst, ist da immer eine Flasche Wodka. Okay, also nackt und besoffen arbeiten, dann wird alles gut. Das ist hervorragend. Nein, das nicht. Wir haben zwei Duschen bei uns im Büro. Wir könnten hier bei Uber mal direkt damit anfangen. Nee, finde ich zum Beispiel sehr gut sowas, weil es kommen viele Leute mit dem Fahrrad dahin und wenn sie dann irgendwie das auch als Sport betreiben, dann sind die verschwitzt und dann kannst du halt da mal duschen und dich umziehen, finde ich super geil. Generell die Unterstützung von solchen Sachen. Dieses kreative Umfeld schaffen in Deutschland, ja, das ist ja erst in den letzten 2, 3, 4, 5 Jahren passiert, dass Offices so gebaut werden, dass man sich drin wohlfühlt, dass man Fahrradfahrer unterstützt, dass eine kreative Umgebung gestaltet wird, ja. Als ich das erste Mal vor Jahren bei Huga in Berlin im Office war, habe ich gesagt, boah, geil, das sieht hier aus. Ja. Und so muss das dann sein. Da sind andere noch ein bisschen weiter von der Entfernung. Fahrradfahrer werden unterstützt, das muss man vielleicht kurz erklären, weil das kennen wahrscheinlich die wenigsten. Das klingt, die kriegen keine Stützräder, sondern es ist tatsächlich bei Blue Byte kriegen die Fahrräder gestellt. Ne? Ja. Du kannst einfach, gehst zu HR, kriegst einen Schlüssel in die Hand mit einer Nummer, dann kann das per Fernbedienung aufgemacht werden, kannst mit dem Fahrrad rumfahren, stellst es nachher wieder hin, gibst den Schlüssel ab, fertig. Also wenn du mal mittags zum Arzt musst oder irgendwo in die Stadt was besorgen und sowas, nimmst du kurz einen Radl und fährst runter. Das ist schon nicht schlecht. Okay, also wir halten mal fest, nackt und besoffen arbeiten. Nein, das ist nicht ernst gemeint. Das geht nur um diese Gelassenheit, die an den Tag legen. Dass sie genauso fleißig sind wie wir, genauso gute Techniker sind wie wir, einen kleinen Sprachenvorteil haben, weil sie bei Default Englisch lernen und alle sehr gut Englisch reden können und sich immer international orientieren mussten von Anfang an und dadurch ein Know-how aufgebaut haben, was uns ein bisschen fehlt. Das ist aber etwas, da finde ich, haben wir Deutschen tierisch aufgeholt. Ne? Also wenn man uns eins nicht mehr vorwerfen kann, dann ist es mangelnde Internationalität. Ich glaube, das war jahrelang ein Thema, aber das ist abgehakt. Ne? Auch dank der großen Free-to-Play-Firmen sind wir international in Sachen Free-to-Play inzwischen auch ganz groß dabei. Ja. Und wir haben immer noch unsere Big Points, Gameforges, Obias und wie sie alle heißen und InnoGames, die gut erfolgreich am Markt sind, auch durch ihre Höhen und Tiefen gegangen sind. Aber du, wir hatten noch nie so viele Leute in der Game-Branche wie heute. Das heißt, immer wenn unsere Branche ein bisschen wackelt, ich sage mal zu 10%, werden die Zahlen immer größer. Das heißt, wenn wir in 5 Jahren nochmal größer sind, ja, dann reden wir zwei dann nochmal und sagen, ja, die 2.500 Leute, die entlassen worden sind, da von der einen Firma, das ist doch auch positiv zu sehen, dass wir überhaupt Firmen haben, die so viele Leute entlassen können. Ja, es hat was, das stimmt. Ja. Ja, nochmal was ganz anderes. Gib doch bitte nochmal einen Tipp. Du hast eben schon gesagt, wenn man heutzutage ein Studio gründet, muss man eigentlich auch zur Slush fahren. Ja, was sind denn für dich so international die relevantesten Events, auf denen man sich tummeln sollte? Du bist ja sehr viel unterwegs. Ich kenne eigentlich fast alle Konferenzen. Je nachdem, nach dem Themengebiet muss man sehen, ja. Also in Deutschland haben wir inzwischen so gute Konferenzen, die brauchen wir gar nicht mehr alle aufzählen. Die Respawn, die Covadis, inzwischen auch die Casual Connect. Wie sie alle heißen, ne? Die German Dev Days kommen auch dazu. Wir sind eigentlich ganz gut versorgt hier. Wenn man international sieht und im Mobile-Bereich oder Free-to-Play-Bereich tätig ist, sollte man auf jeden Fall die Casual Connects mitnehmen und wenn es geht, alle. Die ist alle 3 Monate und wandert zwischen Berlin, Tel Aviv, Singapur und San Francisco. Ich sage jetzt mal, Steam-mäßig unterwegs ist oder Konsole oder High-End-PC, muss zur GDC nach San Francisco. Pflichtprogramm. Slush für Investoren, ganz klar. Darf mich überlegen. Was hältst du von Mobile World Congress in Barcelona? War ich noch nie. Christopher Kasulke schimpft immer mit uns, dass wir nicht versuchen, da Gemeinschaftsstände oder Ähnliches zu organisieren. Also ich denke, das ist auch eine Messe, auf die man gehen kann. Also wenn du ernsthaft im Mobile-Bereich tätig bist, ich sage es mal, mehrere Titel am Laufen hast oder am Laufen lassen willst, auf Mobile weltweit,
hat er recht, da musst du dahin, weil nur da kannst du dies mit Samsung machen. Da kannst du einen Deal mit dem, dass du dein Spiel aufs nächste HTC kommt. Da siehst du die neuesten Techniken, die neuesten Trends und so weiter und so fort. Ja, dann gibt es viele Beispiele. Das Barcelona nur ein Beispiel davon. Aber es gibt so viele Konferenzen, dass es fast uferlos ist und da muss man sich ein bisschen fokussieren und die Spreu vom Weizen trennen. Und das für einen wirklich was vorwärts bringt. Ob das Netzwerk auf der Konferenz kompatibel ist mit dem, was man braucht. Ja, okay. Da fragt man die da hingehen am besten. Naja. Also wie gesagt, ne? Kasurke ist ein großer Fan und der liegt eigentlich im Mobile-Bereich immer zu 100% richtig. Jetzt höre ich dich nicht mehr. Hallo? Hörst du mich noch? Hallo? Na, ich habe noch einen Ausschlag. Noch schlage ich aus hier. Ja, das war jetzt ganz kurz vor der Ton weg. Ja, vielleicht ein Wackelkontakt oder dein Laptop boykottiert uns. Nein. Aber das nehmen wir mal als Endsignal. Teut, hast du noch irgendetwas, was du unbedingt loswerden willst? Was ich unbedingt loswerden will, für die Zuhörer, die in das Spiel... Zuhörenden Zuschauer. Ja. Die gesunde Mischung zu finden, den Veteranen zuzuhören und von ihnen zu lernen und aber Sachen zu machen, die Regeln brechen, sollte immer 50-50 sein. Da sollte man drauf achten und sollte gucken, dass wenn man immer nur den Regeln folgt, die da draußen stehen, wird man keinen Erfolg haben. Man muss immer lernen, hier und da ein paar Regeln zu brechen, aber wenn man zu viele bricht, hat man eben auch keinen Erfolg. Und da muss man die Balance finden und das muss man auch lernen. Das sind so weise Worte, denen kann ich gar nichts mehr, die haben mich gerade umgehauen. Also es ist so buddhistisch geworden jetzt. Wieso, wenn du jetzt einen Shooter machen willst, nehmen wir mal wieder das blöde Beispiel, ja. So, da machst du ein Spiel wie Team Fortress 2, wo sich gegenseitig 8 Leute in der Arena dann irgendwie in Team Deathmatch niedermachen müssen, ja. Wie willst du es denn besser machen als Team Fortress 2? Wie willst du es denn besser machen als ein Battlefield 1? Ja, das geht nicht. Also musst du Regeln brechen. Und da gibt es genug Beispiele in der Indie-Szene, die Regeln brechen, ziemlich krass. Und aus denen kann man lernen, ob man das nicht so kommerzialisieren kann, dass man das dann verwenden kann. Und das muss man halt lernen. Diese Kommerzialisierung der Regelbrechungen, ja, das ist jetzt blöd gesagt, aber da kommt Innovation her, glaube ich. Ja. Und da bin ich schon ganz gespannt drauf, was so noch um die Ecke kommt, was uns immer wieder überrascht, wo wir sagen, boah, wie geil, da ist so eine scheiß Klötzchen-Grafik, ja, und da bauen die Leute sich irgendwelche monumentale Sachen zusammen und der verkauft 2 Millionen Stück im Monat. Ja, an Minecraft hätte niemand geglaubt, was wir jetzt gesehen haben. Ja, und solche Phänomene kommen immer häufiger, die Frequenz zu. Und da freue ich mich dann drauf. Ja, so. Das war das zweite schöne Schlusswort und dabei belassen wir es jetzt. Teut, ich danke dir vielmals. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Du kannst nachher, wenn du magst, auch gerne nochmal hier auf Twitch in die Kommentare gucken. Da hat sich noch kurz was getan. Musagane96 sagt, super Schlusswort. Fighting for Fun sagt, die Casual Connect ist im Februar sogar in Berlin, wenn das Ticket nicht $550 kosten würde. Nee, da gibt's Tricks zum Rum. Es gibt Volunteer-Programme, es gibt viele andere Möglichkeiten. Ja, ich sehe mich da schon als Volunteer Wasser in die Vortragsräume bringen. Das Leben ist Veränderung und die schaffst du nur, wenn du eine feste Basis hast. Primateut, sagt Worf. So, also, wir bedanken uns fürs Zuhören, Kommentieren, Mitmachen. Und Teut, ich sag dir vielen Dank und genießt die Vorweihnachtszeit. Und vergiss nicht, hinter dir die Säckchen aufzumachen. Die kann meine Tochter. Oh, okay, nee, dann lass die Finger davon. Ja. Alles klar, danke. Tschüss. Tschö.